Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute spielen wir mal Siedler 2 in der History Edition. Ich habe sie hier schon mal gestartet. Das ist Siedler 2 aus dem Jahr 1997, man sieht hier unten. In der Neuauflage. Also für Windows XP, für Windows 10 tauglich gemacht. Und man kann auch die volle Grafikauflösung verwenden, wie man jetzt sehen kann. Früher war das ja nicht so. Und man musste immer mit einer DOS-Box spielen, aber das haben die jetzt alles gelöst. So, wir werden die römische Kampagne spielen. Und zwar, den ersten Kontakt habe ich schon mal gespielt. Deswegen kommt jetzt der Engpass dran. Aber vorher sollte ich, glaube ich, erstmal noch einen Schluck trinken. Moment kurz. So, Stimme ein bisschen geölt. Gut, dann nehmen wir den Engpass und fangen wir an. So, also. 17. Tag im dritten Monat des dritten Jahres. Inzwischen haben wir eine gewisse Routine im Aufbau einer lebensfähigen Siedlung entwickelt. Es sollte eigentlich alles wie am Schnürchen klappen. Wir sind wieder auf einem Schiff getroffen. Er warnt uns vor aggressiven nubischen Stämmen im Osten der Insel. Dort gibt es ein Gebirge, in dem man angeblich große Mengen Gold finden kann. Von einem Tor wusste der Mann allerdings leider nichts. Er kennt auch nur einen kleinen Teil der Insel. So. Okay, also das hier ist Siedler 2. Die Grafik, man sieht ja, der Hammer. Man muss ja erstmal C, dann V. Und ja, das war schnell. Was war nochmal Zoom? Ich will erstmal wissen, wo der Zoom war. Da war der Zoom. Das sieht man ja so wenig. So. Wir fangen mal an. Als erstes mal eine Holzfällerhütte, dass wir Holz haben. S, C. War S und C. Ja, so. Eine Holzfällerhütte. Dann würde ich sagen, erstmal ein Sägewerk. Sägewerk im Bau. Dann, was brauchen wir noch? Natürlich Stein. Hier oben haben wir Stein. So. Dann Richtung Osten müssen wir, also in die Richtung. Machen wir erstmal eine Barke hin. Das reicht für den Anfang. Und ich würde sagen, wir machen noch einen Holzfäller hin. Und hier ein Forsthaus. So. Dann könnten wir... Guten Tag, Matt Marvin. Dann könnten wir uns auch in die Richtung ein bisschen ausbreiten. Nur einfach, dass wir ein bisschen Land gewinnen. So, dann können wir schon mal einen Brunnen machen. Brauchen wir eine HI. So, machen wir so. Na ja, Marvin, so sah zu meiner Kindheit die Spiele aus, ja? Nix Klötzchen bauen in Minecraft, sondern so sah meine Grafik aus, ja? Das war das Nonplusultra der Grafik. Mhm. So, das Beste sind die Sounds natürlich, alle die schlechtesten Sounds, die man sich vorstellen kann. Aber das war damals halt so. So, wir könnten auch schon mal ein bisschen Nahrung machen. In der Fischereihütte. So, das dauert jetzt alles halt ein bisschen. Ja, Marvin, das war damals so. Du glaubst nicht, aber es war wirklich so. Das war's High-End-Spiel damals. Ja, ja. Könnten auch mal ja jetzt erstmal einen Erkundschafter losschicken, fällt mir gerade ein. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. In die Richtung können wir uns auch ein bisschen ausbreiten. So. So. Läuft ja schon mal langsam alles an, aber nur langsam. Wir können auch mal für den Anfang ein bisschen schneller machen.
So, unser Kundschafter erkundet hier ein bisschen. Wir sehen hier schon ganz viel Bergland. Da können wir dann Minen draufbauen. Ein bisschen Minen betreiben. Ich sehe, hier sind viele Tiere. Ich glaube, wir können auch ein Jagdhaus mal hinmachen. Ah, passt nicht. Dann machen wir es halt so. Ja, da wird man schon ein bisschen was finden, was wir verwenden können. Am besten wäre, glaube ich, am Anfang erstmal Eisen, weil wir haben keine Werkzeuge, so viele. Da bräuchten wir erstmal ein paar Werkzeuge. Und für Werkzeuge braucht man Kohle, Eisen, Holz und... Kohle habe ich schon, ne? Ja. Man muss halt Eisenbarren schmieden und die dann in einer Schlosserei dann eben, ja, Eisenschmelze und Schlosserei, muss man die dann dementsprechend verarbeiten. So, unsere Scouts haben ein bisschen was gescoutet. So, wir könnten eigentlich auch schon mal... Der Steinbruch fängt an zu arbeiten. Die Fischereihütte ist auch gleich besetzt. Die hat ja hier gleich ein Meer. Das ist hier übrigens auch, wenn eine bestimmte Zeit vergangen ist, dann ist hier kein Fisch mehr. Er hat es quasi leer gefischt. Das ist wie Stein geht aus. Holz kann man natürlich ein Forsthaus machen. Aber der Rest geht alles aus. Die Bergwerke können auch leer gehen. Oder nicht mehr effektiv arbeiten, wenn sie kein Ding haben. Wenn sie keine Nahrung haben. So. Kommt gleich die... wir waren natürlich zu langsam. Jetzt kommen hier schon Münzen. Die wollte ich eigentlich... Eigentlich wollte ich denen keine Münzen geben, aber jetzt ist es zu spät. So, gleich mal weiter. Land holen. Hier einen Geologen hinschicken. Zack. Mal schauen, was wir hier Tolles finden. Irgendwas werden wir schon finden. So, zack. 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 Nein, ich möchte hier keine Münzen haben. Erst wenn wir einen Feind sehen. Brauchen wir Münzen ein bisschen. Keine Ahnung, wo der Feind jetzt ist. Karte ist hier. Kann sie auch ein bisschen größer machen. Ja, so. Meine, der ist hier irgendwo. Keine Ahnung. Ist schon ziemlich lang her, dass ich es gespielt habe. So, Militärgebäude besetzt. Zack, 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 zack. Alle drei weg. Und dann breiten wir uns weiter aus. So, die Geologen sind schon da. Dann können die schon mal anfangen zu suchen. Nach Materialien, was denn da drunter ist. Ich hoffe mal Gold. Gold ist nämlich wichtig. Mit den Münzen, die man aus dem Gold prägen kann, kann man nämlich die Soldaten aufrüsten. Ja. So, Baracke. Ja, hier wird gewuselt. Hallo Enno. Ja, wie? Kein Soundalert zum Hallo? Das ist... Enno, bist krank? So, was haben wir gefunden? Kohle. Naja, wenigstens besser als gar nichts. Yippie! Kohle gefunden. Yeah! Servus! Grüezi! Und hallo! Ich hab's jetzt zwar leiser gemacht, aber irgendwie... Entschuldigung. Ja, die sind schon auf 50%. Komischerweise. Komisch. So. Also, das Sägewerk fängt jetzt auch langsam an zu arbeiten. Holzfäller natürlich auch. Forsthaus pflanzt schön. Für zwei Holzfäller reicht ein Forsthaus. So aus Erfahrungswerten. Und ja. Wir breiten uns jetzt mal ein bisschen aus.
Eieiei. Ich habe irgendwas im Hals heute, weiß nicht warum. Wahrscheinlich zu wenig geraucht, ne? So. Wir könnten eigentlich auch mal wieder einen Scout holen, der uns ein bisschen scoutet hier. Ein Erkunder. Wir müssen ja im Osten, also müssen wir in die Richtung irgendwo. Ja, Wasser gefunden. Die sinnvollste Meldung in Siedler 2. Wasser gefunden. Ohne die würde dieses Spiel nicht funktionieren. Kappa. So. Jetzt möchte ich hier aber nochmal einen Geologen holen. Aber vielleicht finden wir hier noch was Tolles. Aber hier ist ja nur Kohle. Aber ich brauche ja auch Eisen und alles Mögliche. Ja. Das ist die dritte Mission übrigens. Falls es jemand interessiert, der später eingeschaltet haben sollte. So. Baracke, keine Münze. Baracke, keine Münze. So, zack, Baracken. Wir brauchen Baracken. Jetzt find noch mal was Schönes. Komm, ich brauche Eisen oder irgendwas anderes. Nicht nur Kohle. Hast du was gefunden? Was ist das? Auch Kohle, wa? Militärgebäude besetzt. Ja, ist okay. Zack. Die finden nur Kohle. Mann, ich brauche was Gescheites. So. Hier läuft schon mal alles. Wir könnten auch anfangen. Wir könnten hier dann anfangen mit einer kleinen Nahrungsmittelproduktion. Bauernhof. Der kann sich dann hier ausbreiten. So. Bauernhof haben wir. Dann, was können wir noch machen? Wir bräuchten eigentlich erstmal Platz, dass wir unsere Wirtschaft richtig aufbauen können. Ah, hier können wir dann nochmal einen Steinbruch hinmachen. Und nachher müssen wir auch ein Lagerhaus hinbauen, dass die Wege nicht mehr so weit sind. So, du brauchst auch keine Münze. So. Dann mal hier noch ein Erkunder. Du brauchst keine Münzen. Hier mal noch einen Erkunder holen. Und da können wir langsam mal anfangen mit... Lagerhaus ist zu nah, viel zu nah. Ja, das ist ja gerade mal hier, das Hauptquartier. Also das ist ja keine Strecke in Siedler. Da gibt es deutlich schlimmere Strecken. So, Baracke. Zack. Dann machen wir hier mal noch eine neue Holzproduktion hin. Oh. Warum kommen wir nicht raus? Oh, geht doch. So. Dann machen wir hier noch eine Baracke hin. Da hier noch ein Holzfäller. Zack. Hier das passende Sägewerk dazu. Sehr gut. Du hast schon keine. Sehr gut. So, was haben wir hier für wertvolles Material? Ja, ba, 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 ba. So, Militärgebäude besetzt. Und Militärgebäude besetzt. Sehr gut. So, ich möchte dann nachher hier den Stein abbauen. Sieht noch alles ziemlich sicher aus. Ah, noch ist kein Feind zu sehen. Das ist immer gut, wenn man keine Feinde sieht. Da Sägewerk. Haben wir hier eine neue Holzproduktion dann? Dann könnten wir mal... Ja, es ist so viel Kohle hier. Ich brauche Eisen. Hoffen wir mal, dass hier oben ein bisschen Eisen zu finden ist. Bauernhof ist auch schon, das heißt, wir könnten auch schon mal anfangen mit einer Mühle. Beziehungsweise, nein, wir machen die Mühle lieber hier hin.
Und dann hier die Bäckerei. Dun, 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 dun. Bäckerei. So. Jetzt breiten wir uns hier noch ein bisschen weiter aus. So. Guru Guru, was hast du gefunden? Granit. Ja, das ist ja kompletter Bullshit. Granit haben wir hier tonnenweise rumliegen, noch. Beziehungsweise hier auch. Wir brauchen Gold. Viel Gold. Wir könnten eigentlich hier noch kommen. Mal hier mitten rein. Schon mal noch einen zweiten Bauernhof. Brauchen wir nachher. Um Bier brauen zu können, weil Bier braucht man für Soldaten. Ohne Bier kein Kampf. Da war doch der Spruch irgendwie, oder? Glaube ich. So. Dann hier haben wir noch eine Baracke. Das wird aber dann wahrscheinlich die letzte Baracke, die ich baue. Denn wir kommen immer näher an den Feind. Und je näher wir an den Feind kommen, umso stärkere Gebäude brauchen wir, um auch standhalten zu können. Weil umso mehr Soldaten passen rein. Und umso mehr Soldaten reinpassen, logischerweise kann man sich auch besser verteidigen. Hier ist ein Scheißdreck. Mann! Also aktuell produzieren wir leider nur Kohle. Leider. Ich hätte gern was anderes auch noch gehabt, aber... Jetzt hat er hier auch noch Kohle gefunden. Findest du vielleicht auch noch Eisen? Das wäre sehr nett. Nee, nur Granit und... Naja. Was will man machen? So. Hier immer noch kein Feind zu sehen. Sehr gut. Können wir hier... Ne, wir können hier kein Lagerhaus hinsetzen. Hier wäre es eigentlich ganz gut gewesen. Lagerhaus. Das ist ein bisschen... bisschen entzerrt alles hier. Können uns ja noch ein bisschen Platz machen. Tidi. So, Militärgebäude besetzt. Zack, zack, zack. Du brauchst keine Kohle. Wir brauchen Platz. Yippie. Holzfäller nicht besetzt. Hoffentlich haben wir überhaupt noch genug Material. Den, 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 den. So. Okay, hier ist weit und breit kein Feind. Das ist schon mal unser Vorteil. So, Militärgebäude besetzt. Zack, zack. Du brauchst keine. Aber wir gehen hier ein bisschen weiter. Zu der Baracke. So. Perfekt. Da, da, da. Eigentlich könnten wir hier... Ja, wenn ein bisschen abgeholzt ist, machen wir da noch einen Holzfäller... nicht einen Holzfäller, ein Forsthaus nochmal hin. Dass die Holzproduktion nicht zum Stocken gerät. Und dann versuche ich mal hier ein Lagerhaus hinzubauen irgendwo. Dass die Wege ein bisschen kürzer sind. Mann, das wäre ein bisschen besser, wenn die nicht so weit laufen müssen. Mit dem ganzen Krosch, den sie hier transportieren müssen. Dem schönen Gewusel immer. Ja, der Bauernhof fängt langsam an. Ah, hier passt wieder immer noch keiner hin. Aber wir gehen jetzt mal lieber auf Wachstuben. So. Da, 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 da. Wir könnten eigentlich ja mal hier Geologen rufen, zwei Stück. Die sollen das hier schon mal ein bisschen untersuchen. Vielleicht ist ja hier Eisen. Hoffen wir mal. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem langsam. Der Holzfäller macht uns dann hier ein bisschen Platz, dann können wir auch hier das Lager hinmachen. So. Könnten eigentlich auch schon mal... Ja, wenn wir nur wüssten, in welche Richtung der Feind ist. Das wäre sehr schön, wenn wir das wüssten.
Und dann könnten wir in die Richtung auch unsere Brauerei schon mal bauen. Beziehungsweise, wie weit sind wir hier weg vom Hauptquartier? Ja, komm. Machen hier schon mal ein Lagerhaus hin. Weil hier können wir dann auch Stein machen und die Holzfäller können dann auch, beziehungsweise das Sägewerk kann hier einlagern. Eisen, jawohl, endlich. Guten Morgen, Herr Hund. Endlich Eisen gefunden. Also die Barke müsste fertig werden und dann können wir hier endlich Eisen abbauen. Beziehungsweise, na, das ist zu wenig, das lohnt sich. Das lohnt sich nicht. Wie so ein uralt ist, das ist ein Klassiker, das ist geil. Ja, und? Ja? Da war man noch jung, wo das rausgekommen ist. Jetzt sind wir nicht mehr jung. Jetzt sind wir 2 Jahre älter, vielleicht auch 4. So. Machen wir hier noch einen Steinbruch. Dann haben wir hier eine komplette Produktion. Für eigentlich alles. Nee. Wir machen lieber hier Baracke. Keine Baracke, sondern Wachstube. Weil irgendwann mal kommt ja der Feind. Zack. Mal hier mal einen Gelehrten rufen. Vielleicht finden wir was Schönes. Eisen haben wir jetzt hier dann endlich gefunden. Ja. Das waren noch Zeiten, gell? Das waren noch Zeiten. Da waren wir noch jung und knackig. Jetzt sind wir nur noch knackig. So, Wachstube hier. Breiten wir uns auch ein bisschen aus. Können hier nochmal einen Erkundschafter rufen und in die Richtung auch. Dass wir ein bisschen Land erkunden. Und gleich dürften wir eigentlich weitergefilmen. Ah ja. Okay. Ja, das ist halt auch ein bisschen verbuggt. Dass der Gelehrte da irgendwie hingelaufen ist in irgendwas, was wir noch gar nicht erkundet haben. Sowas passiert öfters mal. Naja, was willst du machen? So. Lagerhaus ist hier im Bau, Baracke. Komm, wann kommt der Soldat? Es dauert halt jetzt alles immer länger. Die Wege sind immer länger geworden. So, Bäckerei hat schon. Haben wir überhaupt eine Mühle gebaut? Ja, haben wir. Hier. Gut. Tutu. Kohle gefunden. Na, oh, Gold. Gold. Naja, jetzt fangen wir mal an mit Eisen. Mit der Eisenproduktion. So. Können wir den Weg hier mal wegmachen? Brauchen wir nicht mehr. Eisen. Ach komm, wir machen mal hier dann noch gleich ein Kohlebergwerk hin. Denn dann können wir hier noch ein bisschen. Oh! Wo sind die? Ah, hier. Okay, dann ist ja gut, dass wir hier schon auf Wachstube umgestiegen sind. Vielleicht ist hier oben noch einer. Mal schauen, der deckt gleich ein bisschen auf. Spähturm, den habe ich nie gebaut. Warum auch, wenn man auch einfach rüberlaufen kann mit seinem Spähmensch und der Turm nur an einer Stelle bleiben kann. So, da. Aber es ist blöd, dass wir kein einziges Gold haben bis jetzt. Das ist auch nur Kohle. Das ist echt. Ja, Bauernhof nochmal. Dann hier noch eine weitere Mühle. Und natürlich die Bäckerei. Was braucht man noch zum Brot backen? Natürlich Wasser. So. Sehr schön. Naja. Ist jetzt nicht so der Brüller, die Weg-Ding. Wir haben seit 30 Minuten noch nicht gespeichert. Okay. Wir nehmen
Wir nehmen, es geht los. Das da hier. 10 Stunden. Wow. Siedler 2 ist noch jung und knackig, ja? Ja, das stimmt. SimCity ist noch ein bisschen älter. Legt nochmal, ich glaube, 8 Jahre. Ja, 8 Jahre legt es noch drauf. SimCity. So. Sehen hier, der Feind kommt langsam in unsere Gegend. Aber wir können... Nein, wir können nur normale... Scheiße. Das ist natürlich blöd, wenn wir nur normale Wachstuben bauen können. Wir bräuchten am besten eine Festung oder so. Wenigstens einen Wachturm. Der könnte uns ein bisschen weiterhelfen. Aber nur eine Wachstube ist jetzt noch nicht so der Buller. Ja, schauen wir mal, was wir so alles anstellen können hier. Fischereihütte. Der soll jetzt auch mal ein bisschen schneller fällen, dass wir hier auch ein Lager hinbauen können. Das wäre nicht so weit die Transportwege haben, ja? So. Der Steinbruch ist auch bald leer. Nicht so schlimm, wir haben ja hier noch einen neuen. Und hier oben auch noch einen neuen. Sind wir eigentlich schon am Kartenende? Nö. Ich will nochmal einen Scout wiederholen, der so hoffentlich in die Richtung läuft. Hoffentlich. Weiß es nur nicht. Das ist immer so ein Glücksspiel, wo die hinlaufen. Mal hier. Vielleicht ist auf der Seite ein bisschen Gold. Bitte, bitte, bitte. So, wo war denn hier nochmal unsere zweite Holzproduktion? Ach, hier mittendrin. Ach. Ah ja, da wo jetzt kein einziger mehr ist. Ja, natürlich. Ja, dann, nicht Fischereihütte. Das ist ein Blödsinn. Forsthaus. Zack. So, was haben wir? Ein Lager ist fertig. Jawohl. Das ist immer gut. Lager sind immer gut. Okay, hier ist kein Feind. Da kommt der Scout. Bitte lauf in die Richtung. Bitte, 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 bitte. Aber bei meinem Glück, Betty, läuft er nach da oben. Naja, passt. Passt die Richtung. Wir gehen ein bisschen darüber, bitte. So, Eisen gefunden. Ja, genau an der Stelle, wo man nichts bauen könnte. Doch, hier geht's, können wir bauen. Eisenbergwerk. Wir brauchen nämlich Eisen. So, weiter geht's. Ist der Feind hier schon in der Nähe? Nö. Aber wir bauen trotzdem ein bisschen sicherer. Besser ist das. So. Day of Billions, ja, habe ich noch nicht. Eins nach dem anderen. Ich muss auch noch Dorfleben. Dorfromantik wollte ich auch noch spielen. Irgendwann mal. Gibt so viele Spiele, die ich spielen will. Da, der Penner hat Gold. Warum hat der Gold und ich nicht? Das haben wir jetzt da. Das haben wir auch. Ich will auch haben. Naja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir jetzt Eisen und sowas haben. Das Eisen ist hier. Der Bauernhof ist blöd. Dann brauchen wir natürlich die Eisenschmelze. Und jetzt brauchen wir noch natürlich eine Schmiede. Zack, zack, Eisenschmelze. Eine Schmiede. Das müssen wir hier ein bisschen umgestalten. Mit dem Weg irgendwie. Ist alles bescheuert. Das jetzt? Nein. Mann! Ja, das ist immer manchmal ist es echt blöd mit dem Weg bauen hier. Dann müsste hier noch ein bisschen abgehackt werden. Dann dürfte es ungefähr passen. Ungefähr. Hoffen wir mal. Wasser gefunden. Schau mal an, wieder wo denn? Hier ist doch gar nichts.
Das war scheiße. Ja, das war scheiße, was der da Wasser gefunden hat. Krausi. Guten Abend. Ja. Und der hat auch schon Gold. Oh. Wir müssten so schnell wie möglich hier was hinbauen, dass das wegkommt. Das Gold. Wir brauchen das Gold, nicht der. Mann. So, jetzt können wir hier langsam auch mal an das Lagerhaus denken. Zack. Zack. Und ja, das passt erstmal. So, die Wachstube. Ja, ich war froh, dass ich überhaupt was gefunden habe. Dass es das Spiel überhaupt gab. Also, es, auf Deutsch gibt es es nicht, es gibt es nur auf Englisch. So, kein Angriff möglich, logisch, weil wir sind ja auch noch ziemlich weit weg. Da kommt der Gelehrte, der hier immer Wasser findet, wo wir gar nicht hinsehen können. Der Held, echt. Wieso ist der da hingelaufen? Naja. Das Gute in Siedler 2 ist, die KI ist ein bisschen doof. Also wenn man viel Zeit hat, irgendwann mal hört sie einfach auf zu produzieren, weil sie keine Eisen mehr hat. Beziehungsweise nur noch Blödsinn macht, aber nicht das, was sie machen soll. Naja. So. Machstube hier im Bau, Lagerhaus im Bau, perfekt. Unsere Eisenproduktion läuft an. Hier ist die Eisenschmelze. Die Schmiede haben wir hier unten hingesetzt. Ach, mal wieder klasse, diese Wegführung. Oh, herrlich. So, dann machen wir hier mal noch einen Weg hin. Ja. Sehr schön. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann Nahrung wird hier produziert. Wir könnten mal hier gucken. Ah, da ist schon ein Gelehrter. Findest du was Schönes? Findest du etwas Gold eventuell? Das wäre nett. Da können wir auch bauen. Das wäre toll, wenn du hier Gold finden würdest. Mach Yippie! Und? Was hast du? Kohle. Ich brauche doch eine Kohle. Oh. Oh. Also dieses Wegebauen manchmal 1A Spitzen Superklasse. Hier brauchst du nicht suchen. Hau ab! Er sucht trotzdem weiter. Was soll's? Naja. So, Schmiede läuft auch. Dann der Holzfäller hier. Ja, braucht ein bisschen Zeit jetzt. Zeig. Kraftwerke, unsere Bergwerke fangen auch langsam an. Die Eisenschmelze ist auch bald fertig. Das ist gut, denn wir brauchen langsam für die Schmiede dann hier unten was. Haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz? Nein. Komm, wir machen hier mal noch eine Wachstube hin. Und wir bauen jetzt schon mal das Forsthaus hin. Ja, besser ist das. So. Beim alten Siedler 2, also bei der 97er Version, stand auch beim Gegner immer dran, was er hier baut. Das war ziemlich praktisch. Leider in der neuen nicht mehr. Schade. Wir haben nicht viele Bugs gefixt, aber das haben sie gefixt. Wachturm, wir könnten eigentlich auch mal einen Weg hier runter bauen. Nein, können wir nicht. Dann halt nicht. Vielleicht hier hin. Ja. Also ein bisschen kürzer der Weg. Was gurt schon wieder? Kohle gefunden. Ich brauche doch da keine Kohle. Ich brauche doch. Kann das sein, dass unser Sägewerk gerade ein bisschen überlastet ist? Sägewerk. Ja, es hat schon ganz schön viel Holz drin. Aber wir haben nirgends irgendwo Platz.
sinnvoll für ein zweites Sägewerk, weil das braucht nämlich Dreierhaus, also so ein Dreieckshaus. Und das haben wir nicht. Naja. Ja, alles gut, alles gut. So, was wir natürlich jetzt auch, haben wir das schon gebaut? Ne, wir haben noch keine Brauerei gebaut, oder? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir noch eine Brauerei mal. Der Bauernhof hier, 55% ist gut, hier 100%, den habe ich scheiße platziert, ich gebe es dir zu. Ich gebe es zu, den haben wir scheiße platziert. Der kann hier gar nichts machen, oder? Wir könnten den Weg ein bisschen umbauen. So. Als müsste hier wenigstens noch einsetzen können. Theoretisch. Ich weiß es nur nicht. So, hier geht's auch langsam voran, aber auch nur langsam. Wir bräuchten echt irgendwo noch ein Zweier. So was hier. Für einen weiteren Holzfäller. Sägewerk. Aber hier ist er bescheuert. Weil ich will es eigentlich da unten dann haben. Ja, wohl, komm. Wir machen das jetzt. Besser ist das, dass wir uns langsam weiterentwickeln. Ja, der Wachturm ist auch schon im Bau. Er fängt jetzt an mit dem Stein. Das wird dann in das Lagerhaus hier gebracht. Oder ist auch schon Holz drin. Cool. Also scheinen wir doch ein bisschen Holz zu haben. Warte mal, so ein bisschen. Das ist das, was ich meinte. Der macht manchmal irgendwelche Faxen. Der reißt einfach irgendwelche Wege ab. Warum, weiß kein Mensch. Das ist halt so. Aber wir lassen uns davon nicht irritieren. Jetzt find Gold, komm bitte. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Eisen. Ja gut, dann. Es hilft nichts. Dann werden wir wohl oder übel mit normalen Soldaten hinspammen müssen. Spammer halt ein bisschen Soldaten. Hilft ja nichts. So, die Schmiede ist jetzt auch gleich besetzt. Der Schmied läuft schon hier. Da können wir wenigstens Schilder produzieren. Was hast du jetzt hier wieder gefunden? Kohle. Kohle habe ich langsam genug. Mir wäre Gold lieber, Schätzelein. Gold. Okay, hier können wir nichts bauen. Hier, da kommt gleich der Wachturm. Können wir auch warten, bis der fertig ist. Und uns dann dementsprechend da weiter entwickeln. So. Eisen. Können wir auch löschen, den Brief. So. Jetzt haben sie natürlich die Startmünzen alle verbraten. Die Helden, echt. Mein Gott. Können auch mal hier noch eine kleine Abkürzung bauen. Mal in die Richtung, beziehungsweise so rum. Und hier auch mal noch lang, dass das alles ein bisschen entlastet wird. Von den Leuten hier. Kohle haben wir echt genug. Aber ich will Gold haben. Ich brauche Gold. Wie viele Feinde haben wir denn eigentlich? Können wir mal gucken. Statistik, 2 Stück. Ah, die Landesgröße haben wir die größte. Aber wir haben uns halt schnell weiterentwickelt. Dass wir eben viel Platz haben. Aber immer noch zu wenig. Weil das läuft noch nicht so, wie ich mir vorstelle. Wir machen mal hier ein Sägewerk hin. Vielleicht wird das dann ein bisschen besser mit der Holzproduktion. Dass das ein bisschen schneller läuft.
Und dann möchte ich eigentlich hier irgendwie noch ein Lagerhaus wieder hin haben. Eisen gefunden. Ich brauche kein Eisen, ich brauche Gold. Mann. Naja, was will man machen? So, hier läuft noch alles gut. Der Bauernhof ist auch entwickelt, also... Was ist los? Ein Lager ist fertig. Oh, gut. So, jetzt haben wir hier wenigstens ein Lager. Und da können wir dann nämlich... So, hier Bier. Wo bist du? Bier. Raus, bitte. Und hier Bier. Wo bist du? Raus. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nur hier. Weil da kommt nämlich auch von der Schmiede dann dementsprechend die Schilder und die ja, die Schwerter, dass wir dann Soldaten bekommen können. Na komm, wir gehen mal auf Nummer sicher. Machen wir hier mal eine Festung hin. Besser ist das. Also hier nur eine Festung hinbauen. Können wir hier noch einen Steinbruch hinmachen. Dass das Ganze ein bisschen schneller abgebaut wird. Ja. Solange der uns in Ruhe lässt, ist alles okay. Weil der anfängt, haben wir ein Problem. Weil der hat nämlich schon Gold reingetragen, das habe ich gesehen. Und das wäre dezent blöd für uns, weil gegen Gold haben wir mit unseren Hansele keine Chance. Oh, hier mal noch eine Baracke hinbauen. Und hier auch eine Baracke. Zack. Jetzt möchte ich hier auch noch ein bisschen erkunden. Mal eine Kundschaft dahin machen. Hier eine Wachstube hinbauen. Wir könnten hier auch noch eine Fischereihütte machen. Haben wir hier eigentlich schon erkundet, was da ist? Oh, sag mir mal, was da ist. Weil hier ist nur Scheißdreck. Hier ist nur Kohle und Eisen. Da bringt uns ja aktuell noch nicht viel. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass hier endlich mal ein bisschen gefällt wird. Dass wir hier mal einen Zweier wieder haben. Also es ist ein Zweiergebäude, so ein mittleres Gebäude. Ja, 11 Steine. Aber mit Steinen läuft gut. Können wir mal schauen. Das erste Bier ist schon angekommen, das erste Schild ist schon angekommen, es fehlt nur noch ein Schwert. Dann haben wir da auch schon den ersten Soldaten als Reserve drin. Das sind halt die Bots. Ja, guck mal, der eine macht da schon wieder Goldbergwerk. Hier hat er ein Bergwerk und ist nie angeschlossen worden. Also es ist... Die KI damals war nicht die schlau. Naja. So, du brauchst auch keine Münzen. Soldaten kommen schon. Oh, wir haben, glaube ich, keine Soldaten mehr. Es kommen nur noch zwei. Da sehe ich nur noch zwei. Ja, nee, da ist einer. Jetzt komm, macht... Nein! Der soll das Goldbergwerk eigentlich mitnehmen. Naja. Jetzt hilft nichts. Es hilft nichts. Militärgebäude besetzt. Mit drei Soldaten, Grenznähe. Machen wir hier mal noch eine Wachstube hin. Um so ein bisschen hier auszubreiten. Ja, die Schmiede läuft auch langsam an. Aber nur ganz langsam. Soldat haben wir auch noch keinen. Uns fehlen halt leider diese Zweiergebäude. Die wären halt echt cool, wenn wir da ein paar mehr hätten. Dass wir zum Beispiel eine zweite Eisenschmelze bauen.
Ja, die kommt auch ganz gut. Klar, hat nur ein bisschen wenig Kohle. Können ja mal gucken, ob wir noch irgendwo... suchen wir hier Kohle. So, im Norden... versperrt uns noch ein Stamm. Noch einer. Tatsächlich, noch einer. Ja, dann ist ja gut, dass wir hier eine Festung hinbauen. Ich weiß eh nicht, wo das Tor ist. Ob das da bei dem ist oder da oben. Das weiß ich nicht. Vielleicht findet der Gelehrte es oder der Erkundeschaftler es noch irgendwo. Ich glaube zwar nicht, aber... Kohle... endlich Gold. Ach, weg. Kohle. Kohlebergwerk. Zack. Das kann weg. Was ist da? Eisen. Können wir aber nichts bauen. Arzlein, da ist zu steil. Machen wir hier Eisen. Zack. Machen wir da Eisen hin. Ja. Fischereihütte haben wir ja hier. Wir könnten eigentlich noch ein Jagdhaus hin machen. Zack. Hat er gefunden. Kohle brauchen wir nicht. Ist hier der Gelehrte endlich angekommen? Nein. Anyway, wir könnten natürlich auf gut Glück versuchen, hier Gold abzubauen. Aber es könnte sein, dass es nach hinten losgeht und da gar keins ist. Das weiß ich nicht. So, jetzt machen wir hier mal lieber zweite Eisenschmelze. Besser ist das. Tiergebäude besetzt. Ja, okay. Ja, hier ist eh nichts. Die Feinde sind ja eher hier. Festung wird langsam auch gebaut. Steinbruch. Haben wir keine Äxte mehr? Doch, da kommt er. Und die Werkzeuge können auch ausgehen. Dann hätten wir natürlich ein kleines Problem. Dun, 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 dun. Könnten eigentlich mal... Komm, wir machen hier noch die Schlosserei hin. Direkt neben das Sägewerk. Und schließen auch gleich mit der Eisenschmelze an. So... weil die Eisenschmelze bringt dann wieder Eisen für die Schlosserei, dass wir auch wieder Werkzeuge produzieren können. Weil Werkzeuge gehen auch irgendwann mal aus. So. Hier läuft alles. Passt perfekt. Dann können wir mal... die Wachstube ist noch nicht besetzt. Haben wir keine Soldaten mehr? Doch, da unten kommen sie. Brauchst aber keine Münzen. Kommt er? Wann gelatscht? Können wir mal schauen. Ah, das war... na, wir haben jetzt einen neuen Soldaten schon produziert. Also das läuft auch schon langsam, langsam an. Zwar nicht so, wie ich mir vorstelle, aber... ja, das ist halt manchmal so. Sie haben seit 30 Minuten nicht gespeichert. Welche war denn das jetzt? Um Gottes Willen. Müsste der Engpass der hier sein. So, Militärgebäude besetzt. Wasser gefunden. Brauchen wir nicht. Machen wir hier mal noch. Nee, das ist eh weit weg. Eine Baracke. Zack. Zack. Und noch ein Holzfäller. Noch ein Holzfäller. Und ein Sägewerk. Sehr schön. Jetzt wieder wenigstens eine zweite Holzproduktion aufbauen. Eine dritte müsste das sein. Dritte ist das. So. Festung auch bald fertig. Wenn wir schon. Ja, das bringt aber nichts, wenn wir angreifen. Weil wie gesagt, der hat schon. Er hat schon Münzen. Und das ist dann ziemlich doof für uns. Wir können mal ein paar Kundschafter. Die sollen. Was läuft denn der eigentlich schon wieder da rum? Eieiei. Wir sollen uns hier was Schönes finden. Gold oder so. Komm, wir gehen jetzt. Wir machen das jetzt auf Risiko.
Ich sag jetzt einfach, hier ist Gold drin. Machen wir jetzt auf Risiko. Wenn keins drin ist, haben wir Pech. So. Das hätten wir. Ja, und man kann nicht immer was Brauchbares. Jetzt hast du halt eine Windel. Wieso dachtest du, dein Handy geht? Was habe ich gemacht? Ja, scheiße halt, ne? Festung jetzt hier wenigstens die Wachstube, ja, die darf wenigstens Münzen bekommen. So, sofort hier weiter bauen. Mit Festung. Wir übertreiben es ein bisschen. Wir sehen ja noch nicht, was er macht, deswegen holen wir uns mal einen Erkunder. Okay, der Erkunder ist jetzt schon reingelaufen. Das wäre schon geil, wenn wir das Ding hier einnehmen könnten. Aber wir schaffen es locker nicht. Wir können es probieren. Aber. Wo war das jetzt nochmal? Nicht bei Verteilung, sondern beim Militär. So, dann. Das hier und das hier hoch machen. Mit zwei Leuten, das schaffen wir nie im Leben. Nee. Zwei, das schaffen wir nicht. Das können wir knicken. Zwei sind viel zu wenig. So, hier ist auch schon was. Da könnten wir mit einem angreifen. Aber einer bringt halt auch gar nichts bei. Obwohl, da sind zwei drin. Wenn man ganz viel Glück hat, dann funktioniert's. Beziehungsweise, könnten auch hier beim Militär. Wie war das so? So war das, glaube ich. Das könnten wir, glaube ich, mit. Nee. War noch nie mehr? Nee, auch nicht. Was habe ich denn dann? Was war denn das dann? Ich weiß nicht mehr, was das war. Naja. Das weiß ich auf jeden Fall. Das ist, wenn die Landesgrenze oder wenn der Feind weit weg ist. Und, ja. Nee. Das sind ja die kleinen. Doch, wenn die Grenze weit weg ist, wenn der Mittel weit weg ist. Und wenn sie halt ganz nah ist. Da sieht man ja auch, hier sind drei drin. Hier ist nur einer drin, weil eben die Grenznähe nicht gegeben ist. Du kennst deine Grenzen. Oder das Spiel. So, neues Gebäude besetzt. Okay, das ist auch nur halb entfernt. Aber jetzt können wir wenigstens hier mal einen Weg runterbauen. Und denk. Ist das klug, wenn wir hier ein Lagerhaus hinmachen? Wir gehen mal auf Risiko. Das ist zwar. Es ist echt sehr riskant. Weil wenn der das Gebäude hier einnimmt, dann brennt das ab und alles, was drin ist, ist weg. Alles. Heart of Irons hast du gespielt. Alles Deutschlands. Ja, manchmal läuft's. Manchmal läuft's, gell? So, Baracke besetzt. Könnten dann mal hier Fischereihütte mehr Nahrung produzieren. So. Das hätten wir. Sägewerk läuft auch auf 100%. Das heißt. Darüber einen Weg mal machen. Und der ist überlastet.
Das Jagdhaus hier hat nichts mehr, kann weg. Ja. Und er hat noch 74%, das ist gut. Haben wir hier noch Soldaten drin? Nein. Jetzt werden wir gleich sehen, ob dieses Bergwerk Gold produziert oder nicht. Das heißt Daumen drücken. Militärgebäude besetzt. Oha, das hat nicht mal ein Strich an der Flagge. Das heißt, es ist sehr weit von der... Ist das sehr weit? Nein. Oh je, da hat wahrscheinlich wieder ein Micha gemessen mit der Entfernung. Eieiei. Naja. Na, die Festung hier. Können wir dann wenigstens unser Gebiet ein bisschen abschützen. Oh, jetzt hat der hier auch noch was. Jetzt geht er mir aber langsam auf die Nerven. Und er fängt an zu produzieren und es sieht aus, als wäre da wirklich Gold. Es könnte sein, dass da wirklich Gold ist. Solange keine Meldung kommt, dieses Bergwerk ist verbraucht, ist alles noch gut. Ja, hier die Festung läuft auch. Könnten wir eine Abkürzung einfach direkt nach oben bauen. Und nee, Lagerhaus ist hier zu gefährlich. Das ist zu grenznah. Ja, es ist Gold. Juhu. 32%. Ja, wir haben Gold. Wir sind reich. Wir haben Gold. So. Was heißt das für uns? Minzpräge. Danke. Wir könnten auch mal hier eigentlich mal gucken, was denn hier eigentlich ist. Ich würde ja lachen, wenn jetzt hier überall Gold ist. Und wir uns voll den Stress gemacht haben. So, mal das Gebiet hier in die Richtung erweitern, weil da kommt der Horst, kommt der hier schon wieder hier, da. Oh nein, jetzt fängt er an, ach nee, er rückt ab. Das ist immer gut, das ist auch typisch Bot, dass er irgendwann mal einfach wegläuft und seine Gebäude abrüstet, weil er einfach keine Soldaten mehr hat. Oh, die Festung läuft auch. Jetzt wollte ich mal gucken. Unsere Eisenschmelze 100%, 100%. Jawohl. Das ist gut, wenn die 100% laufen. Unsere Schmiede auch 100%. Die Schlosserei. Oh ja, jetzt läuft's. Wir könnten. Komm, das machen wir jetzt auch. Guru, 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 guru. Schmiede. Was ist los? Dieses... Nein! Also egal, wir haben Nachschub. Gold. Jawohl. Gold. Endlich. Dann hier, zack, weg damit. Was? Jetzt geht aber ab hier. Zack, weg damit. Damit. Und Kohle auch noch gefunden. Ja, Kohle, ja, haben wir ja ein paar Produktionsstätten. Aber das Gold, das ist gut. Oh, noch mehr Gold, ja. Wir brauchen jetzt Gold. Gold ohne Ende. Oh, was hier? Oh, das ist Kohle. Wenn da noch was Tolles drunter ist, würde ich mir freuen. Was ist drunter? Ah, Gold. Ja. So, das muss aber jetzt erstmal reichen. Allein wegen der Nahrungsmittelversorgung, die muss ja auch noch gewährleistet bleiben. Aber jetzt haben wir wenigstens Gold und können unseren Menschen weiterbilden. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja. Das ist ja extrem viel Gold. Haben wir vorher hier nicht gesucht. Aber das Land gehört uns schon etwas länger, seitdem die Festung da ist.
So. Mal hier mal eine Abkürzung noch rein. Wege muss man immer mit vielen Fahnen pflastern. Yippie, yippie. Abbrechen. So. So. Das ist bestimmt auch wieder Kohle. Also geht doch. Schadet aber nicht, wenn da ein bisschen Kohle noch ist. Ja, wenn wir mal hier noch eine Fischereihütte. Ach, da ist schon eine. Also egal. Ein Lager ist fertig. Machen wir mal kurz den Speed aus, um den Überblick zu behalten. Okay, hier passiert nichts. Das ist immer gut. Hier. Pff. Ja. Man könnte es schon wagen, aber naja, lieber nicht. Lieber nicht. Die zweite Schmiede ist im Bau. Das Einzige, was fehlt, ist Bier fehlt. Aha, okay. Ja, dann. Brauerei. Braucht man eine Brauerei. Und. Ja, Bier fehlt. Was soll ich machen? Passiert halt. So ein Brunnen. Ja, Herr Hund, du hast das wahrscheinlich alles geklaut, das ganze Bier. Und ich wundere mich, warum kommen keine Soldaten, ne? Als Bier fehlt. Also können wir in die Inventur gucken, wo das alles ist. Oder ob da überhaupt noch was da ist. Inventur? Nö, wir haben kein Bier mehr. Alles weg. Ah, uns fehlt Getreide. Aha. Was heißt das für uns? Zack, zack. Bauernhof. Einen weiteren Bauernhof, um die Getreideproduktion wieder hochzuschrauben. Ja. Weil eigentlich müsste doch die Verteilung, zack. Ah, okay, die Brauerei kriegt jetzt genauso viel wie die Mühle. Ja, kriegt gleich viel. Und dann passt es. Dann das Eisen möchte ich auch noch gleich verteilen. Es fängt schon wieder an zu schneien. Ich werde wahnsinnig. Ich dachte, jetzt wird Sommer. Nee. Kohle kriegen auch alle gleichzeitig. Oder gleich. Und ja. Ja, das passt schon. So, jetzt haben wir hier eine zweite Schmiede. Dann lag es gar nicht in der Schmiede. Naja. Münzpräge auch bald fertig, die Koboldbergwerke auch langsam, aber sicher. Und dann machen wir hier mal noch einen Bauernhof hin. Hier eine Brauerei. Da können wir noch einen Weg hinmachen oder eine Pfanne hinmachen. Brauerei, dann Brunnen, frisches Quellwasser für unsere Brauerei. Da haben wir eigentlich alle, was wir brauchen, um Bier zu machen. So. Ja, wir könnten mit 3 schon angreifen. Aber das sind wahrscheinlich alles. Ja, das sind alles noch Normalos, sag ich mal. Wo kommen die 3 eigentlich her? 2 von da. Und? Wahrscheinlich einer von hier. Das könnte natürlich sein. Aber jetzt warten wir erstmal, bis wir die Münzen dann haben. Münzpräge ist ja schon im Bau. Wir müssten auch langsam die... Da kommt er. Nee, da kommt er nicht. Ich weiß nicht, wo der Mann kommt. Kommt. Haben wir überhaupt da? Spitzhacken, Inventur. Wo ist die Inventur? Spitzhacken, wo bist du? Ja, Hammer. Also, müssten dann welche kommen, eigentlich. Und wenn nicht, dann macht die Schlosserei neue. Neue Spitzhacken. Da kommt er doch. Der Goldschürfer.
So. Wenn hier nachher der Bauernhof ist, dann haben wir auch wieder eine neue Bierproduktionsstraße. Weil das stockt gerade irgendwie. Das ist ja nicht die Brauerei. Hier. Aber sie hat keinen Weizen. Das ganze Weizen irgendwo anders hingetragen wurde, aber nicht zu ihm. Ah, hier kommt. Was kommt da? Ah, das ist der. Der Münzprägemensch. Sage ich jetzt mal. Dann nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das erste Goldbergwerk ist besetzt. Braucht nur noch Nahrung. Wir machen jetzt mal noch einen Bauernhof. Wir brauchen jetzt Bier. Bier. Wo geht denn das alles hin? Ich gebe jetzt mal den Mühlen ein bisschen weniger. Verteilung, Nahrung. Mühle ein bisschen weniger als der Brauerei. Die Brauerei ein bisschen höher. Dann müsste sich das jetzt ein bisschen verteilen besser. Theoretisch. Darum kommt. Ja, Darum ist schon da. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt auch bald das erste Gold hier drin. Und dann auch endlich die ersten Münzen. Wir müssen nur die Soldatenproduktion wieder richtig anlaufen mit dem fehlenden Bier. Und dann wird das alles wieder. Ja, es fängt langsam an. Keine weiteren Steinbestände. Hast du gut gemacht. Und Feierabend. Ja. So. Wann kommt unser Bier jetzt wieder in Schwung? Ich hoffe bald. Ja. Könnte eigentlich mal auch hier einen Weg rüber machen. Dann kommt man auch schneller. Also es könnte schneller. Ja? Ist das so, Herr Hund? Ist das so? Na dann. Kohle oder Eisen? Ja, wir brauchen halt. Ja. Kohle ist schon drin. Jetzt fehlt nur noch das erste Gold. 20% arbeitet sie. Da ist das erste Gold von uns geschürft. Können wir endlich anfangen mit Münzen prägen. Endlich. Ja, da kommt auch schon der erste neue Soldat, den wir produziert haben. Also, die Bierproduktion scheint jetzt anzulaufen. Also, sie hat schon Wasser und der fängt schon an zu brauen. Also, 30 Minuten nicht gespeichert. Ja, das speichern wir halt. Die Schmieden laufen einwandfrei. Also, an denen liegt es diesmal nicht. Sonst liegt es immer bei den Schmieden, bei mir. Dass da nichts passiert. Da, Bauernhöfe. Haben wir zwei neue. Die dürften dann auch ein bisschen Abhilfe schaffen. Könnten eigentlich hier noch einen. Da. Also ein bisschen vorankommen. Mit der Bierbrauerei. Und die Soldaten endlich mal nachkommen. So, das haben wir. Sehr gut. Die Münzpräge fängt an zu prägen mit ihrer ersten Münze. Jetzt wahrscheinlich das Gebäude hier beliefern. Kann sein, muss aber nicht. Ist denn eigentlich der Soldat hingelatscht? Ist da vorher einer hochgelaufen? Wo ist der hin?
Das ist eine gute Frage, wo der hin ist. Und hier einen gesehen gehabt, der in die Richtung gelaufen ist. Aber wo ist er hin? Ah, hier. Da ist er. Tut die Wachstube besetzen. Okay, wir brauchen jetzt hier kein Gebäude hinsetzen, weil der wird uns das sowieso gleich wegnehmen mit dem hier. Wenn der das besetzt, dann nimmt er uns alles weg. Dann bringt das nichts. Naja. So, machen wir hier mal noch einen Weg runter. Unsere Münzpräge läuft an. Das heißt, wir kriegen jetzt auch Münzen. Mein Plan geht irgendwie nach hinten los. Ich wollte doch hier eigentlich irgendwann mal noch ein Ding hinbauen. Noch ein Sägewerk. Aber irgendwie wird das nichts. Ah, das nächste Bier kommt. Bier. Das heißt, wir haben wieder einen Soldaten. Ein Soldat entsteht gleich. Dauert immer 3-4 Sekunden. Bis der entsteht. Und dann wird er wahrscheinlich in die Festung oben rein marschieren. Hoffe ich zumindest mal. Nee, es bringt eigentlich nichts, hier noch ein Lagerhaus hinzumachen, weil hier ist ja eins. Wenn dann hier, hier ist auch eins. Ja, die Lagerhäuser sind ganz gut verteilt. Na, da kommt der nächste Soldat. Könnten aber, wenn das so gut läuft gerade, zweite Münzbäcke mal hinmachen. Ja, läuft sehr gut. Perfekt. Dann werden unsere Soldaten ein bisschen gepimpt. Wir sehen, hier ist schon einer besser. So. Durch dieses Gebäude haben sie Land verloren. Ja, es ist halt so. Müssen wir mit leben. Da kann man nur mit einem angreifen. Ja, dann warten wir jetzt ein bisschen, bis unsere Gebäude etwas gefüllter werden. Der müsste eigentlich da. Ja, perfekt. Weil unsere Soldatenproduktion müsste jetzt dann anlaufen. Ja, da kommt der nächste schon. Perfekt. Wenn das mit dem Bier jetzt funktioniert einwandfrei, dann haben wir alles richtig gemacht. Angriff. Finden wir mit einem. Dann machen wir noch eine Wachstube direkt daneben. Besser ist das. Ein bisschen sicherere Grenze. Ein bisschen absichern. Ja, die Münzbrücke ist sogar schon voll. Die tragen das Zeug sogar schon ins Lager. Also ganz gut, dass wir da eine zweite gemacht haben. Wasser hat er auch drin. Bier hat er keins. Ist gut. Brauerei. Läuft an. Gleich eingestiegen und 46%. Also hat er schon irgendwas drin gehabt. Wahrscheinlich Wasser. Das könnte sein, dass Wasser drin war, weil hier ist ja ein Brunnen. So, mal ein bisschen abkürzen. Abkürzungen bauen. So, jetzt schauen wir mal in die Inventur rein, wie es denn jetzt aussieht mit Weizen. Ja, jetzt geht das Weizen schön nach oben. Münzen haben wir eine gerade aktuell, Gold 20, Eisenbarren 10. Ja, aber wir haben noch genug Kohle und Eisen. Locker. Das passt alles. Also wir haben alles aktuell im Griff. Aktuell. So, keine weiteren Steinbestände. Danke für deine Arbeit und tschüss. Also lustig, wir waren ja gerade hier. Das ist hier unsere Münzbrücke hier. Ja, jetzt kommen sogar zwei Soldaten. Also jetzt fängt es an zu laufen. Ja, nochmal zwei. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So wollen wir das haben. Können wir hier runter einen Weg machen? Nein, schade. Wie wäre das? 1, 2 und hier ist 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Okay. So. So ist schneller.
So, aber mal gucken, dass man die die Wege richtig baut. Dass es alles ein bisschen rucki-zucki geht. Beziehungsweise, ne, mache ich noch eine Fischereihütte hin. Der Bauer kommt hoffentlich bald. Na, das ist ein richtiger Schneesturm, ist da draußen. Komisch. Nein. So, hier sind schon drei drin. Es wäre schön, wenn die ein bisschen Goldminen, Goldmünzen bekommen könnten. Das wäre echt nett. Und dann können wir da ein bisschen, ja, jetzt können wir schon mit fünf Leuten angreifen. Ist aber blöd, weil die sind alle noch schlecht. Und du brauchst auch erstmal keine Münzen. Und du auch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Münzen dann... Jawohl, ins Richtige. Das ist sehr gut. Dann haben wir da wenigstens einen besseren Soldaten drin. Und die Soldatenproduktion läuft echt gut jetzt. Sieht man ja einen nach dem anderen jetzt hinlaufen. Da ist schon der nächste... Jawohl, so muss das sein. Bier ist auch eins da. Jetzt liegt's wieder an der Schmiede. Das ist eigentlich immer das Problem bei mir. Aber solange wir Bier haben, ist alles gut. Und was mir auffällt, er hat keine Goldmine mehr da stehen. Das ist auch gut. So, keine Fischbestände mehr. Weg mit dir. Keine weiteren Steinbestände. Brennscher. Gut. Bauernhof läuft die Produktion an. Dass das immer ewig da bleiben muss. Ich wollte jetzt den Weg hoch machen, aber nein, nichts ist. So. Bier von hier oben kommt jetzt auch. Keine weiteren Steinbestände. Weg mit dir. Zack, zack. Bauernhof. Wupp. Na, den haben wir abgerissen. So, jetzt möchte ich dann noch... wo war ich denn gerade? Hier war ich irgendwo. Was wollte ich hier noch machen? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, ich wollte gucken, ob ich eine zweite Schmiede hier irgendwo unterbringen kann, aber nein. Das sind alles die falschen Gebäude. Das sind alles die falschen. Wir brauchen ein Dreierhaus. Sage ich jetzt mal so ein mittleres. Aber die haben wir nicht. Und dann hätte man nämlich hier oben auch ein paar Schmieden hinbauen können. Hier ist halt beschissen. Wegen dem Bauernhof. Hm. Da kann man aber machen, so ein bisschen Platz. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt könnten wir schon mit 7 Leuten angreifen. Das ist schon deutlich mehr als vorher. Hier könnten wir sogar schon mit 9. Hier auch mit 4. Ja, das ist halt, weil die jetzt langsam alle gefüllt werden. Aber solange die Füße stillhalten, würde ich auch mal die Füße noch stillhalten, solange die Soldaten noch nicht weiterentwickelt sind. Wir haben jetzt gerade mal einen, der Stufe 2 ist. Jetzt ist er Stufe 3. Aber, ja. Nee. Hier hätten wir auch einen drin, der fast in der letzten Stufe ist. Gold ist der General, das ist die letzte Stufe. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier los? Die Mühle und die Schlosserei macht, glaube ich, nicht die Werkzeuge, die ich haben möchte. Das ist Werkzeuge. Ich brauche eher Spitzhacken und Äxte. Das brauche ich jetzt eher.
Weil hier unten ist nichts besetzt. Der Holzfäller ist nicht besetzt, also brauchen wir eine Axt zumindest mal. So, da kommt jetzt der nächste, die nächste Stufe raus. Der Steinbruch müsste auch bald zu Ende sein, weil er hat nur noch hier was. Die Münzpräger ist auch nicht besetzt. Haben wir überhaupt noch einen Münzpräger? Oder müssen wir eine Prägeschale noch produzieren? Ich sehe nämlich keinen hinlaufen gerade. Da kann man produzieren einfach mal eine. Nein, nicht Transport. Sondern hier. Schmelzziege. Zack. Ja, machen wir so. Wird schon richtig sein. Das ist ein bisschen blöd, dass man dann nicht sagen kann, hier produziert das und das. Sondern. Oh, es kommt einer. Dann können wir es wieder runternehmen. Das ist halt ein bisschen. Das ist das einzige bisschen blöde, dass man halt nicht sagen kann, hier macht das und das, sondern nur so ganz grob einstellen kann, was man machen soll. Oder was er produzieren soll. Nein. So ist das halt. So, haben wir hier schon was Schönes jetzt drin? Na, noch kein General. Müsste aber dann gleich soweit sein. Weil es laufen wir jetzt bei dem Münzbringen. Aber jetzt sieht es aus, als hätten wir ein Kohleproblem. Warum haben wir ein Kohleproblem? Inventur. Wir haben doch 40 Kohle irgendwo rumgammeln. Wir können aber mal die Verteilung von Kohle. Ja, doch. Doch, kriegst ein bisschen mehr. Ja. Das auch erledigt. Das geht nicht, schade. Gedacht, vielleicht kann man da einen Abkürzungsweg bauen, aber hat nicht ganz gereicht. Nicht ganz. Ja, Verteilung, Nahrung. Zack, zack. So, ihr kriegt jetzt alle gleich viel Granit. Der Rotz da. So. Okay. Bier haben wir jetzt 9, wie gesagt, aber jetzt hängt's wieder an der Schmiede. Dass die wieder zu lahm sind. Immer. Dann machen wir hier mal noch eine Fischereihütte hin. Dass wir hier unten auch mal ausfischen. Hier ist ja. Beziehungsweise. Wir haben gerade gar keine Fischer frei, so wie es aussieht. So. Läuft alles bis jetzt. Ich würde sagen, wir wagen jetzt den ersten Angriff. Mal schauen, ob es was wird oder nicht. Wir drücken einfach mal die Daumen. Das sieht aus, als hätte er auch nur die normalen und keine besseren Soldaten. Das ist schon mal gut. Ah, er hat noch verdammt viele. Ja. Aber jetzt stehen schon einige Schlange. Es muss nur der letzte sterben und ich reingehen. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ja, kein Angriff möglich.
Es könnte was werden. Es könnte. Na. Was? Wir werden angegriffen. Was? Hat der Gelbe sich jetzt gedacht, ja, die Chance nutze ich und probiere mal hier reinzukommen. Aber das müsste ein besserer sein. Das müsste ein stärkerer Soldat sein, jawohl. Und verteidigt. Da, da ist unser... Oh, wir haben sogar einen General hier oben, sehe ich gerade. Also dann gehört uns das Gebäude auf jeden Fall jetzt gleich. Ja, und es gehört uns. Mal Ausschau halten. Nein, kein Katapult. Katapult wäre jetzt dezent. Scheiße. So, er kommt gleich wieder zum Angriff, oder was? Ja, er will es gleich wieder versuchen einzunehmen. Aber unser General macht das schon. Eine Silberde angenommen. Zack, zack, zack. Also der macht den auf jeden Fall platt. So. Die Chance, dass er es nicht schafft, ist ziemlich gering. Jetzt habe ich halt viele Soldaten verheizt. Ob das wirklich gut war, weiß ich nicht. Wir werden angegriffen. Was da unten? Nein! Das verlieren wir auf jeden Fall. Scheiße. Das ist, solange man die Füße still hält, sind beide still. Sobald man anfängt, sind beide nicht mehr still. Das ist halt jetzt ein bisschen doof hier. Also ein bisschen doof, weil das ist unser Durchgangsweg. Naja, hat man ja gestern in Tropico gesehen. So. Aber am Anfang, ja, das wird schon noch. Wir schaffen das schon noch, keine Angst. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Kein Angriff möglich. Ja, wir brauchen jetzt wieder Soldaten. Soldaten, Soldaten. Feindliches Gebäude eingenommen. Nichts feindlich. Das war meins. Das hat schon immer mir gehört. So. Den Weg hinbauen. So. Angriff. Mehr kommen wir wagens. Und hoffen, dass er nichts drin hat. Nur einen drin hat. Besser wäre das. Für uns. Es ist ein General unterwegs und der müsste ein... Bis zwei schafft er manchmal auch. Drei, vier, fünf. Könnte alles klappen. Muss aber nicht. So, jetzt sehen wir es gleich. Aber es kommt keiner schon mal entgegen. Also es sieht aus, als wäre nur noch einer drin. Ja, es ist nur noch einer drin, weil die Fahne ist auch weg. Ja, wir werden angegriffen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Das ist das schlechteste Gebäude, was wir verlieren können. Unsere ganzen Schilder, unsere Produktion, alles weg. Scheiße. Nein! Jetzt sind wir dezent im Arsch. Und der Rote will es jetzt unbedingt wissen. Der will mich jetzt mit allen möglichen ärgern, weil wir ihn angegriffen haben. Oder weil wir angegriffen haben. Aje, aje, aje. Wenn wir überlegen, ob wir nochmal laden sollen. Und das Ganze noch ein bisschen anders aufbauen. Denn wir haben jetzt keine einzige Schmiede mehr. Ne? Wir kriegen Gebäude an Feind verloren. Ja, wir laden nochmal neu. So. Das müsste das hier sein, ja. Okay.
So, wir wissen ja, zack, zack, brauchen eine zweite Münzpräge. Dann müssen wir hier irgendwie noch verstärken. Kann man hier noch irgendwas bauen? Ja, eine Wachstube. Wir müssen das alles hier noch weiter verstärken, dass uns das nicht wieder passiert, dass das hier weggenommen wird. Das war unser Untergang. Da. Zack, zack. Ja, zack. Hier läuft alles an. Brauerei haben wir hier eine neue gemacht. Wachstube zur Verstärkung haben wir gebaut. Dann schauen wir mal. Hier mal noch eine Notfallschmiede hin. Ah, das geht nicht. Schade. Eine Notfallschmiede, dass wir da wenigstens eine Schmiede haben. Und Ding. Komm, ja, wir nehmen dem jetzt einfach ein bisschen was weg. Machen wir noch eine Schmiede hin. Nimm die Schlosserei. Schmiede möchte ich haben, bitte. Zack, zack, zack. Schmiede. Zack. So. Jetzt mal ein bisschen konzentrierter das Ganze angehen hier. Militärgebäude besetzt. Gut. Wir haben vorher auch gewartet. Ja, da brauchen wir ja nichts mehr bauen, haben wir vorher schon festgestellt. Ja. Das Einzige, was mich echt nervt, hier unten. Weil wenn ich oben angreife, fängt der hier auch sofort an. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen scouten können. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. Dann können wir das ein bisschen besser einschätzen. Ja, das läuft alles. Wir müssen jetzt aber mal die Nahrung nochmal verteilen. Also, du. Das kriegt jeder gleich viel. War die Kohle ist uns vorher fast ausgegangen. Dann die Münzbrücke kriegt ein bisschen mehr Kohle. Dann die Brauerei kriegt auch ein bisschen mehr Wasser. Obwohl, Wasser. Wasser haben wir genug. Es geht eher um das Weizen. Da haben wir schon erhöht. Perfekt. Sehr gut. So, dann machen wir hier oder am Goldbergwerk hin. Der Steinbruch wird gleich sagen, Gurgur, ich habe nichts mehr. Wenn er dann mal dazu kommt, es zu sagen. Ja, das ist mir eigentlich egal. Solange du mich nicht angreifst, ist mir das echt ja, relativ egal. Wenn er mich angreift. Also der greift, die greifen immer erst an, wenn man sie angreift. Also theoretisch. Halten sie immer die Beine still. Man müsste man da eigentlich was sehen. In der Ding fällt mir gerade ein. In der Statistik. Ja, guck dir diesen. Man sieht diesen verbündet. Wenn man einen davon angreift, greift der andere logischerweise auch an. So, und dann hatten wir hier noch eine Wachstube. So. Wir gehen das Ganze jetzt ein bisschen konzentrierter an als vorher. Mal hier noch eine Wachstube hin. So. Wir greifen später an, auch wenn wir mehr Münzen oder da, du brauchst keine Münzen mehr. Der hier möchte eine Münze haben und die Festung hier oben bitte. Dass wir da mal weiterentwickeln und dann hier unten, ganz wichtig, ganz wichtig, dass die sich verteidigen können. Ah,
liegt hier wieder am Bier. Wir hatten doch vorher hier noch irgendwas gemacht. Was hatten wir hier noch gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Was wir hier noch gemacht hatten. Naja. Hier machen wir noch einen Holzfäller hin. Das Jagdhaus ist fertig mit der Welt. Gut, gut. Keine weiteren Steinbestände. Das ist das, was ich vorher angekündigt habe. Ja. Könnten wir jetzt... Wir könnten... Nein. Diesmal... Nein, wir warten lieber noch ein bisschen. Besser ist das. Nicht, dass wir wieder laden müssen. Dürfen, können, sollen. Die ersten Münzen kommen ja schon. Die ersten Soldaten werden dann schon weiterentwickelt. Und dann... gehen wir das ein bisschen besser an als vorher. Goldbergwerke haben wir jetzt eigentlich genug. Wir könnten, aber die Münzpräge kommt eh nicht hinterher. Auch die zweite wird jetzt gleich extrem loslegen. Dann können wir da mal noch einen Weg runter machen. Ne, dahin wenigstens. Ja, passt. So. Fahnen verteilen. Also manchmal sind die Wegführungen dezent komisch. Aber nur manchmal. So. Das läuft alles. Wachstube ist auch gleich fertig. Wenn wir hier einen Weg rüber machen, ja, geht. Dann... Das hier hatten wir vorher noch verbessert. Das ist nur noch 1-2 laufen muss und nicht mehr 3. Dann schauen wir mal in die Inventur rein. Okay, wir haben nur 6 Weizen. Ich will eigentlich mehr haben. Ah, der Steinbruch ist hier gleich fertig. Zack. Mal am Bauernhof hinmachen. Mit der Steinbruch dann fertig ist. Dann können wir da auch noch mal einen Bauernhof hinmachen. Dass wir auch eine Eselzucht mal angehen können. Und bei den Eseln können wir dann auf den Wegen verteilen. Wenn man die auf den Wegen, auf den Hauptwegen verteilt, dann können zwei Träger quasi gleichzeitig tragen. Und das ist dann doch schon deutlich besser oder schneller als nur einer. So. Nein, wir machen das nicht. Nein. Keine weiteren Steinbestände. Darauf habe ich gewartet. Zack. Bauernhof. Den haben wir gemacht. Den haben wir gelöscht. Den haben wir gelöscht. Passt. So. Machen wir hier mal noch einen Weg nach oben. Und... Ne, das bringt nichts, wenn ich hier einen Holzfäller hinmache. Das bringt eigentlich auch nichts. Das Einzige, was das bringen würde, wären Wachstuben oder sonstige Militärverteidigungsgebäude. Es sind auch mittlerweile 2 Soldaten drin. Es füllt sich auch langsam auf. Also diesmal könnte es besser laufen als vorher. Das
dauert jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten, bis dieses Ding hier besetzt ist. Aber die besetzen meistens erst die Gebäude, die näher an den Grenzen sind. Zum Beispiel jetzt das hier. Anstatt die, die weit weg sind. Und weil das hier weit weg ist, unser Verstärkungsgebäude hier, wird das wahrscheinlich ewig dauern, bis da mal was passiert. So, hier haben wir jetzt auch eine funktionierende Schmiede. Wieso können wir dann da keinen Weg hin machen? Das müsste doch eigentlich hier runtergehen. Naja. Dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. So. Okay, unsere Schmieden laufen langsam an. Ist hier schon was passiert? Aber ach nein, ja nicht abreißen, um Gottes Willen. Oh, nein, hier ist noch nichts passiert. Bier hat es schon drin. Aber oh, dann müsste ja dann hier von der Schmiede runtergetragen werden eigentlich. Theoretisch. Das Zeug. Und hier sagen wir mal, das hier, oder das hier soll raus. Es darf alles darüber getragen werden. Das ist so. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Das ist so bescheuert. Diese Wegführung hier. Naja. Können wir nicht ändern. Jetzt ist es so. Könnten jetzt hier endlich mal die Eselzucht noch angehen, weil wir haben die Bauernhofproduktion ja hochgeschraubt. Also die Bauernproduktion, die Weizenproduktion. Minzpräge läuft. So. Super. Wir brauchen aber mehr Kohle. Wir haben doch das Essen schon verteilt, richtig, oder? Nahrung. Dann kriegt halt das Kohleberg ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Nahrung. Und bei der Verteilung können wir auch noch die Kohle. Die Münzbrücke kriegt schon. Ja gut, dann kriegt sie halt jetzt Maximum. Dass das Ganze hier auch richtig anläuft. Okay, er hält die Füße still. Wie gesagt, solange man ihn nicht angreift, lässt er einen auch in Ruhe. Huch, was war denn das? Ich würde gern eigentlich wissen, wo dieses Portal ist, in welche Richtung ich überhaupt gehen muss. Um das Spiel zu beenden, muss man nur das Portal mit seinen Landesgrenzen ein Kreisen, sage ich jetzt mal. Und dann hat man das geschafft. Das Level. Aber dafür brauchen wir einfach mehr Soldaten, beziehungsweise bessere. Na, da kommt schon wieder eine Münze. In so einer Festung ist es das Beste, wenn man das die Münzen reinmacht. Weil der hinterste und einer dahinter wird verbessert. Da hat man jetzt gerade gesehen, die beiden sind verbessert worden. Das heißt, hier ist die Münze eigentlich am effektivsten, weil er eben dementsprechend viele gleichzeitig updatet. So, was wir jetzt nochmal machen könnten, ist die Verteilung. Wo ist das nochmal? Militär. Und zwar möchte ich hier halb voll mal machen. Dass uns das nicht wieder passiert, dass uns hier dieses Gebäude weggenommen wird. Und das war scheiße. Das war scheiße. So, Goldberg weg. Ist noch nicht besetzt. Haben wir wahrscheinlich keine Spitzhacken gerade da. Dann müssen wir ein bisschen zack, zack. Und eine Axt kann man auch mal machen. Und der Rest ist eigentlich ganz gut. Beziehungsweise Angel möchte ich auch noch welche haben. Der Rest brauche ich eigentlich nicht gerade. Ja, passt. Passt.
So, Festung voll besetzt. Kriegt jetzt Münzen. Dann werden die auch schön weiterentwickelt. So, müssen wir schauen. Ja, okay, es kommen wieder Soldaten. Ich wollte gerade fragen, wo bleiben denn die Soldaten? Wo trägt denn das hin? Das Schild. Warum trägt er das nicht da rein? Was ist das für ein Held? Das ist auch ein Lagerhaus. Warum trägst du es nicht hier rein? Was ist mit dir los? Naja. Aber wahrscheinlich, weil hier ein Schwert drin ist? Nee. Nicht verstehen. Naja. Manchmal muss man das nicht verstehen, wie die was transportieren. Aber okay. So. Okay, da kommt auch schon der erste Soldat. Wir haben hier schon den ersten General. Da werden wir jetzt den zweiten General haben. Okay, hier können wir jetzt nichts machen weiter. Oh gut, wir können ein bisschen Holz schälen. Warum auch nicht? Wenigstens irgendwas machen hier in der Gegend. Wenn wir schon mal da sind und Platz haben, dann können wir ein bisschen Holz fällen. So, das wird das hier. Als nächstes denke ich mal, wird das hier besetzt werden. Können Sie aber nicht versprechen. Und da mal noch einen Weg hoch, so schneller laufen kann. Und hier auch mal einen Weg hoch, dass man so laufen kann. Und dann noch einen zweiten. Aber die sind sehr stark in Verwendung. Das sieht man, wenn die dicker sind und auch so eine goldene Fahne haben. Dann sind die mehr belastet, sag ich mal. So. Also diesmal ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen besser durchdacht als vorher. Kann natürlich sein, dass wir einen kompletten Bockmist nachher wieder landen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was alles passiert. Wenn ich halt wüsste, in welche Richtung das Tor wäre. Wenn das hier irgendwo ist, dann würde ich nur den Roten angreifen und den Gelben sagen, hier, lass mich in Ruhe, ja? Aber ich weiß halt nicht, wo dieses Tor ist. Das ist mein Problem. Naja, wir kriegen das schon nach hinten. Oh, vor allem heute. So. Weg mit dem Bauernhof. Der kann hier nirgends was anbauen. Das ist Schwachsinn. Keine weiteren Steinbestände. Danke dir für deine Arbeit. Es war schön, dass du mir gedient hast. Da oben ist doch noch Stein. Was ist los mit dir? Oh, dann machen wir hier noch einen Steinbruch hin. Wo wir es wahrscheinlich eigentlich nicht brauchen würden. Aber ja, besser, man hat was, als man hat es nicht, ja? So, Militärgebäude besetzt. Den haben wir gerade abgerissen. So, die ersten drei Generäle haben wir dann da drin in der Festung. Also diesmal ist das doch schon besser. Besser durchdacht. So. Oh, wir brauchen noch eine Sicher. Lieber Handwerker. Sense meine ich. Mach uns bitte noch eine Sense. Dass wir auch einen Bauern besitzen können. Oder einen Bauernhof. So, hätten wir das auch.
Nein. Wir machen das nicht wieder. Das war ein Fehler vorher. Und aus dem haben wir jetzt hoffentlich gelernt und warten, bis alle Gebäude voll sind. Bis die ein bisschen weiterentwickelt sind. Bis eventuell auch mal hier unten was ankommt an den Münzen. Aber das war kompletter Bockmist, was wir veranstaltet haben. Was könnte man denn noch brauchen an Gebäuden, die was produzieren für die Militärproduktion? Eigentlich nur Schmieden. Und da haben wir auch schon genug. Schmieden und Brauereien haben wir eigentlich. So. Bald ist das ganze Ding voller Generälen. Jetzt wird das, die zwei noch zu Generälen. Ja, das passt doch. Militärgebäude besetzt. Ach, hat man es auch mal geschafft hier unten. Wow, super. Was ist hier los? Gibt es keine Angel mehr gerade? Inventur? Nö, Angel gibt es keine. Aber wir haben doch gesagt, wir möchten auch eine Angel haben. Warte, mach mal die Angel mal 1 höher. Dass er dann lieber mal eine Angel produziert. Der liebe Schlosser hier. So, wenn das Gebäude dann weg ist, das Ding, dann schauen wir mal, was wir da hinbauen. Aber ich denke, eine zweite Eselzucht wäre gar nicht so schlecht. Weil die eine hier, oh, die läuft noch gar nicht so gut. Oh, wo geht denn das Weizen dann alles hin? Mal gucken, dass wir das Weizen auch ein bisschen zur Eselzucht geben. Ist ein bisschen. Ah, müsste reichen. So. Das ist halt, dass wir das Zeug schneller transportieren können, ja? So ist das. Schnellerer Transport. Ist nur einer drin. Das wäre es tödlich, wenn wir das wieder angehen würden. Und gleich sind wir voll mit Generälen. Mit Sprägen laufen auf 100. So wie sich's gehört. Was mit der Mühle hier? Die kriegt kein Weizen ab, aber warum kriegen die jetzt kein Weizen mehr ab? Verteilung, Nahrungsmittelverteilung. Ah, okay. Machen wir es halt so. Alle gleich viel. Dann müsste jeder eigentlich seinen gerechten Anteil bekommen. Eigentlich. Das Forsthaus ist nicht besetzt. Haben wir etwa. Was braucht der? Eine Schaufel, oder? Ich glaube, der braucht eine Schaufel. Werkzeuge, machen wir halt noch eine Schaufel dazu. So. Zack. Keine weiteren Steinbestände. Danke für deine glorreiche Arbeit hier unten. Vielen Dank. Du hast uns zum Erfolg weitergeholfen. Mal hier noch eine Wachstube hinbauen. Wir sichern jetzt alles mehr ab als vorher. Das war echt blöd. Der Angriff vorher. Hätte man sich sparen können, alles. Oh. Schade. So, mal einen Weg hinmachen, mal einen Erkunder rausholen. Dass der mal ein bisschen spazieren geht. Okay, jetzt könnten wir mit 12 Leuten angreifen. Aber mir ist das alles echt noch zu gefährlich. Früher oder später müssen wir angreifen, ich weiß. Aber wir können das Ganze noch ein bisschen nach hinten ziehen.
wenigstens ein bisschen hier was aufbauen. Auch ein bisschen Soldatenreserve haben. Bier haben wir jetzt 24. Aber die Soldaten sind einfach... Na, wir können mal reingucken. In der Statistik von... hier. Militärmacht. Ja, wir legen deutlich nach mit der Militärmacht. Gold haben wir den fast eingeholt, den roten. Er produziert wohl kein Gold mehr. Wenn ihr sehen kann. Der gelbe hat gar kein Gold. Also den könnte man eigentlich direkt... umnieten, aber wir haben halt zwei Gegner, das ist das Problem. Und nicht nur einen. Und sobald wir den einen überrennen wollen, kommt der andere. Kommt dann halt wahrscheinlich von da hier unten. Und als allererstes rüber gerannt. Das wäre... Oh, was kommt denn hier? Gold? Kommt denn hier Gold? Was kommt denn von hier Gold? Wo ist denn das hergekommen? Interessant! Man lernt nie aus. Da. Ah, alles voller Generäle jetzt hier. Hier auch. Perfekt. So wie es sein sollte. Münzen kommen hier auch rein. Dass wir die dann auch weiterentwickeln. Aber diesmal sieht es schon ja, echt besser aus. Mich nervt nur, dass wir hier keinen Platz für ein Ding haben. Für so ein Dreiergebäude. Das ist echt... Das ist nervig. Naja, was willst du machen? Dildildi. Okay, meine Scouts decken hier ein bisschen auf. Vielleicht entdecken wir das Tor zufällig. Wenn das hier ist, wäre das cool. Dann können wir nämlich einfach hier zack, 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 zack durch. Theoretisch. Dafür brauchen wir halt ein bisschen Nachschub von Militär. Weil, ja, sonst bringt uns das nichts. Ich weiß nicht, wo das so ist, keine Ahnung. Ich könnte ja mal beim Safe Game gucken, theoretisch, eigentlich. Aber nee, das wäre cheaten. So, gerade was getrunken. Ey, der hat aber auch. Ey, der hat aber auch überall Militärgebäude, ne? Etc. Vier Stück. Mit drei Fahnen dran. Ich meinte, das heißt, dass drei Leute drin sind. Hier sind zwei drin. Hier sind drei drin. Ja, ich meinte, das heißt das. Das sind diese Faxen, wo der immer baut. Jetzt hat er nämlich hier keinen Weg mehr rüber. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwas machen würde, würde kein Nachschub mehr kommen. Würde es nicht mehr auffüllen. Aber wir sind einfach noch zu schwach dafür. Jetzt kommt schon wieder Gold. So, warte. Ja, immer Gold kommt. Was ist hier los? Warum? Haben wir noch eine weitere Eisenschmelze, ha? Wo ist sie? Da ist sie. Eisenschmelze. Nur halt noch eine weitere Eisenschmelze, wenn die das unbedingt haben wollen. Ja, unsere ersten Esel sind unterwegs. Wie man hier sehen kann. Kommen hier aus der Eselzucht. Dann wird das Ganze wenigstens ein bisschen schneller transportiert. Können eigentlich mal gucken, was wir denn hier.
mir. Da so einen Weg runter machen. Das könnte ein bisschen schneller sein, so rumzulaufen, anstatt so rum. Da ist schon wieder Gold. Wo kommt denn das her? Ist hier Gold drin oder was? Ja, tatsächlich. Aber warum ist da Gold drin? Diese Frage wird mir wahrscheinlich nie jemand beantworten können, warum da Gold drin ist. Wenn wir mal in die Inventur reingucken. Keine Schiffswanne. Ob wir denn jetzt haben 28, aber die sind ja nicht auf Lager, die sind überall verteilt. Aber wir sehen, hier sind wir 3 jetzt drin. Hier ist noch nicht voll. Wenn hier dann voll ist, dann gehen wir mal. Oder können wir machen das gleich? Militär. Zack, 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 zack. Erstmal die, die nicht so weit weg sind, auch auffüllen. Dann. Jawohl. Alles voll mit Generälen, so wie es gehört. Dilli. Was ist los? Wir haben seit 30 Minuten nicht gespeichert. So. Keine weiteren Steinbestände. Ist schon weg. Da steht schon das nächste Gebäude drauf. Was ist hier los? Keine Nahrung. Oh oh. Warum bricht denn jetzt meine Nahrungsmittelversorgung wieder ein? Oder habe ich die in Teilung Nahrung? Na doch, eigentlich kriegen wir das Kohlebergwerk. Na, ja, jetzt kriegen wir da alle gleich viel. Inventur. 12 mal Getreide. Man hat halt keinen Platz hier. Weil ich wollte jetzt noch eine zweite Mühle, eine zweite Bäckerei bauen. Aber kein Platz. Ach, hier. Oh, Bäckerei. Und dann halt hier hin. Also den Weg. Das war jetzt nicht so prickelnd. Aber egal. Und hier war da irgendwo ein Jäger mal. Ja, es war ein Jäger. Ist keiner mehr da. Mein Inventur, ja, Steine und Holz haben wir alles genug. Nur Nahrung ist gerade echt ein bisschen dürftig, das Ganze. Na, hopp. Soldaten. Ja, die Schmieden haben wieder. Was haben sie? Was fehlt denn? Eisen. Ja, wir sind schon dabei. Wir sind schon dabei. Wir sind schon dabei, eine weitere Eisenschmelze zu bauen. Aber wir haben doch jetzt 3 Stück, glaube ich. Produktion. Tück. Na, es geht. Geht wieder bergauf. Wahrscheinlich haben wir da Kohleprobleme. Machen wir so. Militärgebäude besetzt. Gut. Du brauchst aber keine Münzen. Obwohl. Na komm. Nee, noch kriegst du keine Münzen. Genauso wie du kriegst auch noch keine Münzen. Ich soll erstmal hier an die Front gehen. Ah, wir brauchen echt wieder Eisen da. Kohle. Wir brauchen mehr Kohle. Weil irgendwie die Eisenschmelzen nicht so laufen, wie ich mir vorstelle. Der kriegt wahrscheinlich kein Essen. Beziehungsweise alle kriegen gerade kein Essen. Essen ist gerade wieder ein Problem. Ein, aber ein lösbares Problem.
Hier ist blöd. Da haben wir schon leer gefischt. Aber wir haben keinen Fischer. Warum haben wir denn keine Fischer? Liebe Schlosserei, bitte mach mir doch... Ach, die hat kein Eisen. Kriegen die Schmieden wieder das ganze Eisen? Nö, nee, eigentlich gleich viel. Warum machst du mir dann keine... Mann! Sag mal, nicht mal ein bisschen nervig. Wenn das nicht so läuft, wie man will. Hier können wir dann mal wieder die Fahne wegmachen. Holzfäller können wir nachher dann auch wegmachen, wenn die Bäume hier alle weg sind. Ich möchte nur ein bisschen Platz machen. Oh nein, jetzt kommt der nächste. Okay, wir haben unten eine Fischerhütte. Da kann der Fischer dann jetzt wenigstens reingehen. Beziehungsweise... Oh, oh, da ist ja noch eine. Meine Nahrungsmittelproduktion. Ich will doch, dass sie hochgeht und nicht runter. Naja. Wird schon werden. Ich weiß nicht, ob man in so einem kleinen See auch angeln kann. Ich glaube nicht. Münzpräge nicht besetzt, da kommt er. Der Münzpräger. Die Fischereihütte wird ja auch gleich besetzt. Granit gefunden. Granit brauche ich nicht. Ich wollte Kohle. Bitte. Also die Kohleproduktion mal ein bisschen hochschrauben. Weil gerade tut sich irgendwie nirgends etwas. Mit Soldaten hochgehen. Am Bier liegt es diesmal nicht, es liegt wirklich an der Schmiede. Weil die Schmiede wahrscheinlich keine Kohle kriegt. Gur, gur. Kohle gefunden. Ja, genau, das brauchen wir. Kohlebergwerk. Wir brauchen Kohle. Ja, die nächste Eisenschmelze ist dann auch besetzt. Also ich weiß nicht, was die damals genommen haben für Drogen. Aber die Musik ist gut. So. Da kommt der Fischer endlich für diese Fischereihütte. Ja, die Schmieden, die haben wieder kein Eisen. Wir brauchen Eisen. Jetzt können wir hier mal... Komm, wir rufen mal hier Gelehrte. Vielleicht ist hier noch Kohle. Ja, aber irgendwie, Kohle läuft doch eigentlich gerade ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so blöd läuft. Naja. So, komm hier rein. Das ist zu nah. Das ist auch zu nah. Das ist eh zu nah. Das ist auch zu nah. Schade. Dass wir nicht noch eine weitere Wachstube oder sowas hinbauen können. Gur, gur. Kohle. Ja, dann bauen wir eh schon. Das bauen wir schon ab mit dem hier. Wie sieht's hier aus? Ist da noch was? Lieber Geologe. Nein, er ist nicht. Okay. Dann schauen wir mal hier, ob hier was Schönes noch ist. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir brauchen könnten. Weil wir brauchen dringend wieder Eisen. Und die Eisenproduktion wieder ein bisschen ankurbeln. Die Eisenschmelze läuft jetzt schon langsam wieder an. Ah, es liegt wirklich in der Kohle. Und er hat keine Kohle. Das heißt, hier oben gucken. Du Held. Hier unten. Ja.
Kur, kur. Du hast das gefunden? Kohle. Ja, aber das ist so wenig, weil da hier eben abgebaut wird. Ja, wenn du hier was finden würdest, das wäre cool. Findest du hier vielleicht Kohle oder sowas? Hast du irgendwas gefunden? Komm, freu dich. Mach die Pi. Mach Kohle. Voll. Jawohl. Kohle. Wir brauchen Kohle. Eisen können wir auch brauchen. Wir brauchen eigentlich alles. Guck mal hier. Eine Mühle mal wieder hinbauen. Und später können wir dann hier noch. Beziehungsweise, guck mal, hier ist so Platz. Noch eine Bäckerei. Zack, und da noch den Brunnen dazu. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Zeug da. Ich möchte noch. Jetzt pass mal auf. Wie sieht denn das mit der Weizenproduktion gerade aus? Statistik, nein, Inventur. 9 Stück. Nee, das reicht nicht aus. Ich hatte mir nämlich ausgedacht, dass wir da auch eine Schweineproduktion machen. Ja, wo ist denn jetzt mit der Maus? So, ich habe rechts geklickt. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Was ist das für eins? Eisen. 9! Genau das, was wir brauchen. Was ist hier? Granit. Ich brauche kein Granit. Also das haben wir abgerissen. Wasser gefunden. Wow. Heldenhaft. Kohle. Kohle können wir brauchen. Was hast du da? Auch Kohle. Ja, aber das wird alles durch das hier schon abgebaut. Da brauchen wir nicht noch eins. Das passt schon. Ja. Irgendwie wollen da, jetzt geht's doch weiter. Jetzt geht's weiter mit der Soldatenproduktion. Aber echt langsam. Wir brauchen echt mehr Eisen. Was jetzt? Das Bergwerk ist verbraucht. Ja, dann weg damit. Das ist halt, wenn man das Spiel etwas zieht, dann geht halt irgendwann mal alles aus. Aber hier läuft auch noch ein bisschen. Jagdhaus. So. Haben wir irgendwo noch im Land? Ja, hier. Schweinezucht. Zack. Und dann hier den Metzger. Das ist mit der Lagerhaus. Wo ist denn der? Ich jetzt bin Fleischerei, also. Fleischerei. Mal die Nahrungsmittelproduktion ein bisschen hochschrauben. So. Ja, die Münzpräge laufen noch alle. Denn jetzt hier schon wenigstens was Gescheites drin. Ah, es geht. Es geht. Könnte besser sein. Wenn der Holzfäller dann weg ist, vielleicht können wir dann da ein Zweiergebäude hinmachen und ein Katapult. Vielleicht. Ah, hier noch eine Wachstube hinmachen. Ist, glaube ich, keine doofe Idee. So, dann auch noch ein bisschen absichern mehr. Was mit der Münzbrücke hier? Wo bringt denn die Münzen dann hin? Wenn die läuft angeblich. Eisen, 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 Eisen. Wir brauchen Eisen. Sehr gut, Eisen. Kann man dann mal weg hier. Kann man auch direkt einen Weg hin machen. So, keine weiteren Fischbestände. Deswegen haben wir jetzt auf die Schweineproduktion umgestellt. So, ja, können wir den Weg hier einfach mal weg machen.
brauchen wir ja nicht mehr. Der war ja eigentlich nur für die Fischereihütte hier. Und hier gibt es jetzt keinen Fisch mehr. Da. Okay. Es läuft alles bis auf... Ja, wir müssen eigentlich die komplette Produktion ein bisschen hochschrauben. Vor allem die Eisenproduktion müssen wir irgendwie ankurbeln. Und wir holen mal hier nochmal einen Gelehrten. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Eisen da. Beziehungsweise... Geh mal dahin. Hoppla. So. Mal ein bisschen mehr. Bisschen mehr erkunden. So, schauen wir mal. Okay, er hat hier schon langsam alles abgerissen. Wir könnten hier mit 4 angreifen. Aber ich möchte die auf jeden Fall noch voll haben hier. Das möchte ich noch voll haben. Und ja, am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn hier unten alles voll ist. Okay, jetzt haben wir hier schon mal 3. Das ist besser als vorher. Da hat man nämlich nur einen drin und dann war es sofort Ende Gelände. Theoretisch müssten auch hier Münzen bald kommen. Theoretisch. Wenn das Gold mal runterkommt. Ist hier nicht Gold drin? Nee, da war Gold drin. Aber wir haben doch Gold. Als in die Inventur reingucken. Die haben wir nicht. Ja, hallo Barmy. Alles gut? Ah, wir haben Eisen. Das ist ein bisschen wenig, aber wir brauchen jetzt jedes Klümpchen brauchen wir gerade. Ja, nochmal Eisen. Oh ja, das ist besser. Das ist nämlich ein großes Vorkommen. Ja, alles super. Also, gerade läuft es noch. Vorher lief es nicht so prickelnd. Ich habe nochmal laden müssen. Aber jetzt läuft es wieder. Ah, ja, ja. Wir haben einfach zu früh angegriffen. Und dann war das alles ein bisschen doof. Und dann hat er mich überrannt, der Kerle. Und jetzt kriegt man das aber irgendwie hin. Wir schaffen das schon. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es diesmal klappen wird. Hoppala. Ja. So. Schauen wir mal. Die Waschstube ist auch bald fertig. Kommt das Eisen? Ja, die Eisenproduktion, die stockt immer noch. Eisen. Okay, hier haben wir jetzt noch mehr Eisenbergwerke. Als Vorrat. Der hat nicht mehr viel Eisen. Dann haben wir da wenigstens einen Arbeiter wieder mehr. Können wir mal schauen. Nee, wir haben nirgends mehr einen Platz für ein Gebäude, für ein Vierergebäude. Nur hier, aber das ist dem Bauernhof im Weg. Das möchte ich nicht. Ja, wir haben tatsächlich keinen Platz mehr. Okay, das Jagdhaus ist für ein Hinterteil. Vielleicht kriegen wir jetzt... Ja, guck mal. Schau mal an. Ist das weit genug weg? Ich hoffe. Na, dann machen wir mal... Was soll ich jetzt machen? Bauernhof? Nee. Wenn dann... Wenn dann noch eine Eselszucht. Aber nee. Komm. Egal. Dann machen wir hier noch eine Baracke hin. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Land gewinnen. So, hier, zack. Bauernhof mal noch einen weiteren. Der kann dann hier oben sich ausbreiten. Wir brauchen jetzt mehr Nahrung, oder? Militärmacht steigt schon. Gold haben wir schon mehr als der rote. Sehr gut. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. So muss das laufen.
Aber wir brauchen... Ah, wir brauchen mehr Nahrung. Wir müssen jetzt hier ein bisschen... Nee, das ist... Wenn wir hier jetzt... Nee, in die Inventur mal gucken, wie es denn aussieht. Mit Mehl. Getreide. Müsste dann auf der nächsten Seite sein. Den Bauer? Nee, aber wo ist denn das? Mehl. Ist das nicht eigentlich so ein Sack? Doch hier. Ja, Mehl. 5 Stück. Ja, da haben wir eigentlich genug. Aber die Bäckereien, die kriegen nichts. Warum auch immer. Jetzt können wir hier mal eine Abkürzung bauen. Hier. Nee, passt nicht. Schade. Naja, was willst du machen? So, die Schmieden arbeiten alle wieder. Das ist gut. Vorher haben sie nämlich nicht mehr gearbeitet. Das heißt, wir haben die Produktion wenigstens ein bisschen hochschrauben können. Mit den Soldaten. Ja, die gucken, die ist immer noch nix. Aber die Schlosserei halt, die nimmt gerade so viel weg. Die kriegt jetzt mal ein bisschen weniger Eisen. Ne, das will ich nicht. Verteilung, Eisen. Bisschen weniger. Die Schlosserei. Habe ich es richtig? Nee. Jetzt habe ich den Schmiede weggenommen, oder? Verteilung. Ne, Schlosserei passt. Kriegt ein bisschen weniger Eisen. Und die Eisenschmelzen laufen eigentlich hier 100%. Die auf 73%. Hier nochmal 87%. Eigentlich müsste das reichen. Ich weiß nicht, warum nicht. Nahrung müssen wir wieder hochschrauben irgendwie. Guck mal an. So, Schweinezucht. Zack. Jetzt haben wir natürlich kein Zweiergebäude mehr. Oh, heute läuft's. Oh, wo sind Zweiergebäude? Hier. Wo ist es? Wo ist er? Da. Da ist der Fleischer. Passt. Perfekt. So. Eselzucht läuft auch gut. Es stehen jetzt schon immer mehr Esel rum. Die Transporteure immer ein bisschen entlasten immer. Die Münzpräge war, wir haben kein Gold mehr. Oder was fehlt denn? Gold. Ja, Gold fehlt. Warum fehlt Gold? Vorher lief es so toll mit der Goldproduktion. Jetzt nicht mehr. Warum nicht? Wahrscheinlich müssen wir die Nahrungsmittelproduktion halt ankurbeln. Aber das haben wir jetzt gemacht. Wir könnten hier mal noch eine Bäckerei eine weitere hinmachen. Den Brunnen dazu. Ja, vielleicht reicht's ja. Wenn das hier weg ist, dass wir da noch mal ein mittleres Gebäude hinbauen können. Oh, hier ist eins. Hühle. Haben wir hier wenigstens noch eine weitere Nahrungsmittelproduktion geschaffen. Also wenigstens die Nahrungsmittel wieder ein bisschen nach oben gehen. Ah, hier haben wir jetzt bald gleich 2 Generäle drin. Das sind noch nicht alles Generäle, das sind schon alles Generäle. Aber ich traue mich irgendwie noch nicht so wirklich zum Angreifen. Guck mal, jetzt können wir hier noch das Gebäude. Da kommt der Soldat gerade. Mal besetzen. Dann geht es ein bisschen schneller. Glaube ich zumindest. Weil es hier so ein bisschen schneller geht dann. So. Hier passt keine Wachstube mehr hin. Ziemlich blöd. Eisen gefunden, da haben wir ja schon drauf gebaut.
Du bist fertig, weg mit dir. Du darfst gleich mit deiner Axt einmal ins Lagerhaus und dann darfst du da reingehen. Ins Eisenbergwerk. Ein bisschen Eisen scheffeln für mich bitte. Dass der Eisen bisschen nach oben geht. Das ist echt blöd, dass wir hier kein einziges Gebäude haben. Ja, wir müssen jetzt angreifen, es hilft nichts. Es hilft nichts. Weil mehr ausbreiten können wir uns nicht. Das heißt, wir brauchen Platz für unsere Produktion. Am besten wäre es, glaube ich, wenn wir... wenn das hier voll ist, das Gebäude. Also hier so rübergehen. Der Kerle fängt halt sofort an, auch von hier anzugreifen. Das ist halt das... Ja, das Blöde. Gehen mal ein bisschen runter hier. Wir machen nur die Hälfte mal. Wie wären es denn jetzt 7? Hier. Wie wären es 6? Das schaffen tun wir es auf jeden Fall. 4. Mal ein bisschen noch schauen, aber noch ein bisschen erkunden können. Es fehlt auch wieder Nahrung. Aber die haben wir jetzt hochgeschraubt, die Nahrungsmittelproduktion. Hier haben wir eine neue Mühle, Bäckerei, Brunnen. Esel. Ja, es fehlen noch Esel. Sonst hätte ich mal die Eselproduktion gestoppt, beziehungsweise pausiert. Die können wir auch pausieren. Aber nein. Es fehlen noch Esel. Wir brauchen noch mehr. Die Eselzüchterei hier muss noch ein bisschen was schaffen. Da sieht man, da kommt gerade ein neuer Esel. Aber wir haben schon ziemlich viele Hauptwege. Fällt mir gerade auf. Ganz schön viele. So, wir könnten eigentlich mal hier dann... Guck mal, wir könnten da noch eine Wachstube hinbauen. Ja, aber das bringt nichts, weil die ist einfach zu weit weg. Von der Grenze, das bringt nichts. Tiergebäude besetzt. Ah, hier hinten. Ah ja, da haben wir uns ja... ein bisschen erweitern wollen. Wachstube, dann... Bauernhof noch hinbauen. Zack, zack. Zack, zack. Also wenigstens die Nahrungsmittelproduktion wenigstens ein bisschen hochschrauben. Dass uns Bergwerke immer schön was zum Essen haben. Das kann ja nicht mehr weg hier. Vielleicht kannst du da noch was machen, lieber Bauer. Wenn nicht, dann ist Pech. Ja, mal wieder zwischendurch, mal wieder speichern. Nein, zack, zack. Escape. Spiel speichern. Der Engpass ist es ja. Jetzt weiß ich auch, ob das der Engpass heißt. Weil alles geht aus. Langsam aber sicher. Silos. 14%, warum? Hier ist doch Wasser. Kannst doch gut fischen oder sind keine weiteren Fischbestände mehr. Die Fischereihütte läuft noch, hier ist noch nicht besetzt. Warum denn eigentlich nicht? Wir haben doch vorher hier ein Steinmetz abgerissen. Müsste der da eigentlich rüberlaufen? Eigentlich. Naja. Holzfäller ist auch bald fertig. So ein paar da den Baum wegmachen. Aufgeschissen. Ja, wo läufst denn du jetzt hin? Du darfst gerne wieder zurück. Jetzt sind zwei drin.
Aber die Münzprägen laufen gerade nicht wegen, weil es gibt kein Gold mehr. Kriegen alle gleich viel. Da kriegen ja die Goldbergwerke ein bisschen mehr. Gott, eigentlich müsste doch jetzt die Produktion langsam anlaufen von der Nahrung. Können wir schauen. Ja, wir haben 4 Brote insgesamt, 5 mal Schinken, 3 mal Fisch und 4 mal Mehl. Also dem Mehl können wir Brote draus machen. Schweine, Fleisch haben wir 0. Ja, da sind wir dann halt noch dabei. Wo ist denn die Schweinezucht eigentlich? Ah, die hören wir sie doch hier. Da ist sie. Ja, die kriegt keinen Weizen ab, kann das sein? Tatsächlich. Nö. Jetzt kriegt sie aber was ab. Krone kommt jetzt langsam. Das Fleisch kommt jetzt hoffentlich ins Eisenbergwerk hier rein. Ja, kommt's. Gut. Sehr schön. Ja, der Schmiede fehlt halt wieder am Eisen. Haben wir hier dann 2 Schilder haben wir drin wenigstens. Doch, ich weiß nicht, warum, wenn da schon Schilder drin sind, warum der nicht dann gleich ein Schwert macht, sondern gleich wieder ein Schild. Das werde ich auch nicht verstehen. Man kann das, glaube ich, auch nicht einstellen, wie der das macht. War das Werkzeuge? Nee, man kann nur. Kann nur die Dinge angucken. Ja, die Eisen. Ja, am Eisen mangelt es gerade ein bisschen. Die Kohle läuft es eigentlich ganz gut. Gold ist auch komplett eingeschlafen gerade. Aber deswegen haben wir ja die Nahrungsmittelproduktion jetzt ein bisschen nach oben korrigiert. Wir haben noch einen Bauernhof. Und eben hier die Bäckerei sowie die Mühle. Und hier jetzt noch die Schweinezucht. Ah, dafür bräuchte man einen Metzger, glaube ich doch. Aber nur ein Metzger kann das sein. Ich glaube, wir haben nur einen Metzger. Machen wir hier noch einen hin. Zack, 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 Fleischerei, wo ist es? Das da hier. So. Na, das Eisenbergwerk braucht auch wieder Nahrung dringendst. Dringendst bräuchte es Nahrung. Jetzt können wir hier mit 8 angreifen, ja, weil ich es ein bisschen runtergestellt habe. Aber ich möchte erstmal. Also entweder wir wagen es, wenn hier voll ist. Wir können es probieren. Sieht es denn aus mit der Statistik? Gold bin ich der Beste. Auch gerade stehend. Militärmacht. Ah, der Rote ist nur knapp unter mir. Das könnte echt gefährlich werden. Aber es hilft nichts. Wir müssen früher oder später eh angreifen. Dann warten wir einfach mal, bis hier dann wenigstens der nächste Soldat kommt. Könnte sein, dass er jetzt gleich kommt. Ja, da, hier kommt schon das Schwert. Die Fischereihütte ist, glaube ich, am Ende. Also, er hat nur 6% gehabt. Aber das ist nix. Baracke oben noch nicht besetzt. Ja, das dauert halt, bis da was hinkommt. Ah, da kommt wieder ein Schild. Es könnte sein, dass es jetzt langsam anläuft, wieder unsere Produktion alles. Könnte sein. Fehlt nur noch. Das Gold kommt wieder. Jawohl, da wird es auch schon wieder transportiert. In die Münzpräge. Da kommt wieder der Münze. Didili.
Wenn man halt nur wüsst, was da alles drin ist. Hm? Das wäre immer toll, zu wissen, was da drin ist. Aber danach, wie gesagt, wenn hier der Letzte dann irgendwann mal drin sein sollte, man müsste eigentlich doch schon laufen. Wo läuft er denn? Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn der Kollege hin? Der kann ja nicht drin sein. Nee, drin ist er nicht. Und das Material ist verbraucht worden, aber wo ist er hin? Okay. Wo auch immer der jetzt hingelaufen ist. Aber nicht dahin, wo er hinlaufen sollte. Nee. So, der Holzfäller kann auch weg. Dann kann dieser Weg hier auch weg. Bringt nichts. Nee, wird nichts transportiert. Das ist jetzt, das ärgert mich jetzt, dass der Soldat irgendwo anders hingegangen ist, aber nicht da rein, wo er reingehen sollte. Oh Mann. Nervig. Naja, was willst du machen? Jetzt warten wir noch ein bisschen halt. Ich will das ganze Ding mal ein bisschen beschleunigen. Da kommt er. Da kommt er an, der Soldat. So, aber bevor wir angreifen, was ist das Militärgebäude besetzt? Ach, da ist da hinten hingelaufen, okay. So, jetzt speichern wir, Spiel speichern. Wenn es nämlich nichts wird, dann... Oh, jetzt warten wir noch kurz, bis die Münze hier funktioniert hat. Also bis die Soldat ein bisschen stärker ist. Und komm. Na komm. Nimm deine Münze und werd besser. Das ist komisch, manchmal geht das extrem schnell und manchmal dauert das ewig. That's it. Da. Wir gehen hier vor mit 3 Stück. Dann gehen wir hier auch vor mit 3 Stück. Da. Auch 3 Stück. Hier kein Angriff möglich, ist zu weit weg. Okay. Puh, jetzt heißt es Daumen drücken. Also hier, der verliert auf jeden Fall, weil das ist ein besserer. Hier weiß ich nicht, wer gewinnt. Also da gewinnt auf jeden Fall meiner. So, jetzt komm, auf geht's. So, einmal zack. Sehr schön. Kommt halt wahrscheinlich auch gleich der von oben, ja, sieht man, er kommt gleich runtergerannt, aber wir sind ja hier noch gut aufgestellt. So, nächstes Gebäude eingenommen. Wenn ich halt nur wüsste, wo dieses Tor ist. Wo laufen denn die jetzt hin? Warum laufen denn die jetzt da? Gebäude an Feind verloren. Ist schon wieder hier unten. Diese Nutte. Sorry. So, wir werden angegriffen. Ja, ist egal. Das ist egal. Das passt. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Das wird auch verloren, dieses Gebäude. Oh! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Jawohl! Geil! Das müssen wir mal schauen. So, wir werden angegriffen. So, das ist weg. Gebäude an Feind verloren. Das ist... Oh nein. Oh nein, oh nein. Ah, okay, jetzt kommt ein General. Vielleicht schafft er das noch. Wie, was macht die hier? Ja, das war nämlich vorher zu sehen, dass er nämlich jetzt angreift. Ja. Was ist denn hier? Ui. Das ist eine Festung. Ja, wir nehmen mal hier. Wir rücken jetzt langsam aber sicher vor. Oh, 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 oh.
Nein! War das Katapult nicht geladen? Weil hier ist nämlich ein Katapult. Ich hoffe, er hat es nicht geladen. Und jetzt gehen wir auch mal auf Risiko. Militär. Zack, zack, zack. Zack, vor geht's. Los geht's. Aber dieses Katapult muss weg. Das muss einfach weg. Das ist nicht gut, wenn das da steht. Weil sobald da ein Stein reinkommt, haben wir ein kleines Problem. Ja, das war mir vorher zu sehen, dass der jetzt hier angreift. Aber der General sollte das meistern. Er müsste drei Stück müsste packen. Sind wir ziemlich zuversichtlich, dass es packt. Dann pack's. Jawohl. Und den letzten schaffst du auch noch. Schaffst du. So. Wenn ich nur wüsste, wo dieses Tor ist. Komm, 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 mach ihn kaputt. Jawohl. So. Na, der Gelbe versucht auch jetzt ein bisschen was zu machen. Aber dem werden wir auch mal ein bisschen kitzeln hier. Machen wir mal drei. Hier haben wir zwei. Was ist los? Hm? Wir werden angegriffen. Na, ist mir egal. So. So, feindliches Gebäude eingenommen. Jawohl. So. Perfekt, perfekt, perfekt. So muss das laufen. Angriff, Angriff, Angriff. Weiter geht's. Nicht still stehen bleiben. Ich möchte wissen, wo das Tor ist. Ist bestimmt beim Gelben jetzt. Hundertprozentig beim Gelben. So. Den haben wir jetzt auch ein bisschen geärgert hier. Das heißt ein bisschen, oh, wir haben ihn gut geärgert. Fällt mir gerade auf. Ja, wir haben ihn sehr gut geärgert. Lul. So, dann hier drei Leute. Und hier drei Leute. Gleich weitergehen. Welches Gebäude haben wir eingenommen? Das hier. Zack, gleich. Zack, zack, los geht's. So. Ja, wir sind jetzt halt langsam aber sicher vorrücken. Perfekt. Nächstes Gebäude eingenommen. Sehr gut. Und das nächste Gebäude eingenommen. Da, 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 da. So, läuft doch langsam. Also diesmal ein bisschen besser als vorher. Also den Turm. War doch ein bisschen besser durchdacht gerade. Nur hier unten, das geht mir auf den Keks hier. Ne? Weg mit dem hier. Aus mit dem Vieh hier. So, feindliches Gebäude eingenommen. Also den Gelben haben wir kurz mal überrannt, so wie es aussieht. Den Gelben haben wir mal, also das haben wir angeschlossen, zack. Das haben wir angeschlossen, das haben wir angeschlossen. Auch angeschlossen, zack, passt. Ast, Ast, Ast. Wir werden angegriffen. Einiges Gebäude eingenommen, zack. Einiges Gebäude gleich mal verbinden. Und weiter geht's. So. Jetzt machen wir das mal so, und zwar Militär. Gehen wir wieder ein bisschen runter. Jetzt dürften die Gebäude, die ein bisschen weiter weg sind, wieder entmannt werden, sag ich mal. So. Ich will mein Gebäude wieder haben. Ich will mein Gebäude wieder. Feindliches Gebäude eingenommen. Also den Gelben haben wir jetzt kurz mal kastriert. Dem geht's nicht mehr gut. Und der Rote hält auch den Ball ziemlich flach mittlerweile. Wahrscheinlich hat er keine Männer mehr. Er sieht so aus, als hätte er keine mehr.
aber so geht's mir leider auch. Dann nehmen wir jetzt den hier. Ah, den machen wir jetzt kurz platt. Dada, dada. Hallo! Feindliches Gebäude eingenommen, endlich. Haben wir unser Gebäude wieder zurück. Jawohl. Unser Gebäude wieder zurück. Bergwerk ist verbraucht, jetzt fängt das an. Das kann ich jetzt eigentlich im Krieg gar nicht brauchen, wenn da was leer geht. Das haben wir jetzt weggemacht. Feindliches Gebäude eingenommen. Perfekt. Gut, und dir? Dahin. So. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur warten, bis die Soldaten wieder nachrücken. Die kommen jetzt langsam. Aber die rücken jetzt ein. Die wollen wir nicht mehr brauchen, wo weit weg sind von der Grenze. Nein, mich sieht man nicht, nein. Ich habe keine Facecam. Weil ich beim Spielen nicht geblendet werden will. Das ist der einzige Grund. So. Und Softboxen habe ich keine, deswegen. Wenn ich mal welche haben sollte, dann mache ich das schon. So, feindliches Gebäude haben wir angeschlossen. Das hier haben wir auch schon angeschlossen. Wir werden angegriffen. Pff. Warum greift ihr mich an? Und feindliches Gebäude eingenommen. Perfekt. So. Perfekt. Also es läuft alles. Hier haben wir zwei Soldaten drin. Das heißt, ja, wir rücken gleich mal weiter vor. Das sind sogar. Das ist mich aber erschreckt. Das ist noch ein bisschen lauter. Muss ich mal die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. So, nächstes Gebäude, komm. Das gehört auch noch mir jetzt. Zack, komm. Der Gelbe mal ein bisschen rausgekitzelt. Aufs Übelste. Jawoll. Also auch noch meins. Jetzt können wir hier mal gucken, mal einen Gelehrten rufen. So. Schauen. Einer, zwei. Das heißt, warum nicht? Warum ist es nicht möglich? Zwei? Warum ist es nicht möglich? Militär, die meisten zum Angriff und weniger zur Verteidigung bleiben. Geht's jetzt? Nö. Warum geht das nicht? Ich will angreifen. Sonst geht das immer. Wenn man hier auf Militär auf Maximum geht, dann müsste das eigentlich... Müsste das eigentlich funktionieren? Theoretisch. Gehen wir hier mal ein bisschen runter. Und geht immer noch nicht. Aber hier sind doch zwei. Theoretisch müsste es... Oder ist es zu weit weg? Kann man hier... Ach, guck mal, hier kann ich angreifen. Und wir können mal schauen. Vielleicht können wir sein Hauptquartier kaputt machen. Vielleicht. Schauen wir mal. Erstmal gucken. Hier, feindliches Gebäude haben wir schon angeschlossen. Haben wir auch schon angeschlossen. Perfekt! Sehr, sehr nice. Können wir hier auch mal direkt einen Weg rüber machen. Und hier kommen ja eh gleich die Geologen und schauen, was da drunter ist für Material. Was ist denn hier eigentlich? Ah, okay. Ja, alles gut. Ah, ob es was wird. Bis jetzt sieht's gut aus.
Bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt könnten wir es schaffen mit dem einen Menschen. Nein, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Schaffen es doch nicht. Ja gut, dann machen wir jetzt Taktik Nummer 2. So, wir werden angegriffen. Was bist denn du? Wieso willst du mich angreifen? Lul. Er hat es tatsächlich probiert, mich anzugreifen. Kohle gefunden. Ah, das ist zu wenig. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Der hier hat keinen Weg mehr angeschlossen. Das heißt, wir könnten den ganz einfach einnehmen. Wenn wir Leute hätten, ach nicht Geologen, Erkundschafter möchte ich haben. Erkunder. Vielleicht müsste das Tor ja irgendwann mal finden. Wo dieses doofe Tor ist. Würde mich schon mal interessieren. So, hier sind schon mal zwei Soldaten drin. Können wir dann hier mal... Nein. Nein, warum nicht? Warum können wir da jetzt nicht angreifen mit voller Stärke? War das hier auch Maximum? Ich weiß nicht mehr, wer was war. Naja. Das heißt aber, dieses Bergwerk ist verbraucht. Oh nein, Eisen geht zu Neige. Schnell, bevor der Fisch reingetragen wird. Kann er den Fisch nämlich woanders verwenden. Besser ist das. Also ein Bergwerk, wo nichts mehr drin ist. Da. Haben wir schon irgendwo mehr Soldaten drin? Ein Soldat, einer. Nee, war nur einer. Wahrscheinlich, weil wir keine Eisen mehr haben gerade. Ja, wir haben keine Schmiede. Aber wir haben keine Kohle. Wo ist denn die Kohle? Wir brauchen Kohle. Wie sieht's denn hier aus? Warenproduktion. Kohle. Ja, läuft doch eigentlich. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber es läuft. Mal den Holz mal ausmachen. Mal den Eisen mal ausmachen. Ja, es läuft doch eigentlich. Kann man hier einen Gelehrten rufen, ob hier vielleicht Kohle ist. Beziehungsweise Verteilung. Nahrungsmittelverteilung. Wieder alle gleichstellen. Sie haben 30 Minuten nicht gespeichert. Einmal speichern. Wir werden angegriffen. Was macht denn du? Arschloch. Mann. Naja, ein Gebäude hat er verloren. Oder habe ich verloren. Wie viel hat er verloren? 10? 15? Ja, ich weiß nicht. Bergwerk ist verbraucht, haben wir abgerissen, Kohle gefunden. Ja komm, dann machen wir doch hier. Wir brauchen doch eh Kohle. Wieso passt hier kein Kohlekraftwerk hin? Mal sehen. Müsste reichen eigentlich. Vom Umkreis her. Müsste das reichen? Ja, such halt noch mehr Wasser. Je, je, was der manchmal sucht an Wasser. So, da ist mein Erkunder. Ich möchte dieses Tor endlich mal finden. Ich habe jetzt schon eine riesen Fläche von dem weggenommen. Können wir auch mal in die Statistik reingucken. Und jetzt hier die Landesgröße. So viel haben wir gar nicht weggenommen von dem. Naja. Kohle gefunden. Kohle. Wir brauchen Kohle. Sehr gut. So. Guru Guru. Gold gefunden. Ja. Das Boot lohnt sich nicht. Kohle. Ja, nochmal. Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk. Kohlebergwerk. Wir brauchen jetzt Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Kohle ist nämlich gerade irgendwie ein Problem.
Gold haben wir genug. Wir könnten eigentlich auch die Goldproduktion mal kurz in die Inventur reingehen. Ja, aber wir haben nur 62 Gold. Ja gut, dann machen wir das doch mal so. Dass das Goldbergwerk jetzt ein bisschen weniger kriegt als das Kohlebergwerk. Dann müsste das eigentlich auch wieder anlaufen. Oh. Ich dachte, ich werde schneller fertig. Das hat ein bisschen länger gedauert. Also ja. Das Tor haben wir noch nicht gefunden. Aber so spätestens 23 Uhr müsste ich aufhören. Muss ja morgen wieder arbeiten. Kohle gefunden. Kohlebergwerk. Ja. Kein Angriff möglich. Gut, aber er hält jetzt mal die Füße still. Und geht das Material aus, wie man sehen kann. Er baut nichts mehr. Baut nichts mehr. Weiter. Da. Jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo die KI zu dumm ist, um zu planen. Was ist jetzt los? Guru, guru, guru. Gebäude hat Feind verloren, was? Was macht denn du hier? Was macht denn der jetzt hier? Zack. Wurde gefunden. Wir werden angegriffen. Warum greift der mich denn jetzt an? Was sollte das? Da lohnt sich eh nicht für dich hier, Kollege. Schau mal. Jetzt bist du gleich wieder weg. Mein General macht ihn nämlich kaputt. Hahaha. Ah, noch zweimal hauen oder so, dann ist er weg. Na komm. Und doch noch einmal. Zack, und wieder meins. Feindliches Gebäude eingenommen. Ja, das ist das hier. Oh nein. Das nächste Bergwerk, das verbraucht ist. Kohlebergwerk. Oh, das scheint auch verbraucht zu sein. Oh. Ja, hier oben läuft wenigstens noch Kohle. Und hier unten ist ja jetzt dann unser Kohlekraftwerk. Kraftwerk. Immer noch das. Die Kohleproduktionsstätte. So, du brauchst keine gerade. Du brauchst auch keine. Du brauchst auch keine. Guck mal, jetzt können wir hier sogar einen Weg runterbauen. Das ist ein bisschen kürzer. So, zack, zack. Oh, Katzel, was machst du denn? Also wenn es gerade ein bisschen geklimpert hat, das war mein Katz. Was macht denn der eigentlich hier? Der tut jetzt seine restlichen Soldaten verbraten oder was? Er hat eh keine Chance, das ist ein General. Und er ist ein normaler Hansele. Was ist denn hier eigentlich? Ist der Weg abgerissen? Achso, ja stimmt, der war ja kurz unterbrochen hier. Die Versorgung. Was kommt da jetzt für einer? Oh. Na, hoffentlich ist da kein General oder sowas drin. Dann steht die Chance 1:1, dass es unseres wird. Naja, wird schon werden. Und es ist ein besserer drin. Nein! Aber vielleicht haben wir einmal Glück. Nee, natürlich nicht. Düt. Na gut, dann machen wir jetzt die Katapultstrategie. Ist auch cool. Die Katapultstrategie. Einfach alles mit Katapulten zerbomben. Katapult. Und können wir angreifen? Was ist da drin? Mann, Bronze, ne? Der könnte es schaffen, muss aber nicht sein. Kommt drauf an, was hier drin ist. Ja, wir gehen einfach mal vor. Weil irgendwann man muss doch auf dieses Tor kommen.
Okay, also schon mal ein normaler drin. Dann sind wohl zwei drin. So, jetzt gucken. Auch ein normaler, es könnte was werden. Hoffen wir mal. Na komm, mach ihn kaputt. Komm, du bist doch besser. Du schaffst das. Nein! Naja. Jetzt kommt eh die Katapultstrategie. Jetzt greift er auch noch an. Was ist da drin? Ja, greif ruhig an. Kein Problem. Ist egal, welches Gebäude du nimmst. Ja, ist egal. Psst. Zack, wir werden angegriffen. Ja, keine weiteren Fischbestände mehr. Also bricht er auch noch die Nahrungsmittelversorgung ein. Ah, bauen wir mal hier eine Fischereihütte hin. Bisschen weiter weg. So. Hier könnten wir wieder angreifen. Was kommt dann? Was kommt dann? Wo bist du? Da bist du. Das ist ein normaler. Das ist blöd. Du brauchst keine Münzen mehr. Du brauchst auch keine Münzen mehr. Du auch nicht. Sieht's denn hier eigentlich aus? Nee, das ist blöd. Ist alles zu weit weg. Schön wäre es natürlich, wenn wir das Hauptgebäude hier kaputt machen könnten. Und dann hat er nämlich keine Nahrungs- oder keine Zufuhr mehr. Nur noch seine Lager. Beziehungsweise, ich will wissen, wo dieses Tor ist. Bestimmt hier ganz hinten irgendwo. Oder hier. Hier kann es auch sein. Gehen jetzt mal nochmal Gelehrten holen. Erkunder rufen. Dann hier mal noch einen Erkunder rufen. Irgendwo muss doch das Tor sein. Haben wir vorher gesagt, irgendwas vom Osten. Irgendwo im Osten soll das doch sein. So, unsere Kohle läuft wieder an. Jawohl, kommen auch schon neue Soldaten. Ja, jetzt. Jetzt produziert alles wieder. Jetzt haben wir wieder Kohle. Sehr schön. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Weißt du, da spricht man gerade davon, man hat wieder Kohle. Zack, Bergwerk verbraucht von Kohle. Ja, so geht's einem in Siedler. Denkst du, es ist alles toll und dann ist plötzlich doch doof. Naja. Kein Angriff möglich. Ja, uns fehlen halt noch Soldaten. Es kommen zwar welche, aber das sind alles wieder die 0815 Soldaten. Und ich weiß auch nicht, wo er sie reinsteckt. Die Soldaten. Ich hoffe, ach, guck mal hier. Was ist hier jetzt drin? Ein General. Alles klar, General, komm her. Eisen gefunden. Ja, dann bauen wir doch mal hier Eisen ab. Zack. Gib mir das Gebäude, komm. Jawohl. So. Katapult sehe ich auch keins. Das ist gut. Und es sieht aus, als hätten wir jetzt hier den Weg abgeschnitten. Was macht denn hier schon wieder? Guru. Das nächste Bergwerk, das verbraucht. Ah, zack. Durch dieses Gebäude haben sie Land verloren. Feindliches Gebäude eingenommen. Eisen gefunden. Bergwerk ist verbraucht. Alles erledigt. Ist der da jetzt tatsächlich noch ein Gebäude hingesetzt? Was ist mit dem los? Warum setzt ihr da ein Gebäude hin? Eisen gefunden. Da bauen wir eh schon. Aber die Nachricht mal löschen. So. Das Katapult hier bringt jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Doch, das könnte er noch kaputt machen. Aber hier ist ja auch noch Katapult im Bau. Geht es sogar noch darum? Ja, geht sogar noch schneller hier hoch.
Aber mit den Katapulten können wir nämlich dann tolle Faxen bauen. Komm, geh du da hoch. Kohle gefunden. Kohlebergwerk. Zack, zack. Ein bisschen Produktion da wieder hochschrauben. So, welches Gebäude haben wir eingenommen? Feindliches Gebäude eingenommen. Zack. Zack. Und wir können mal hier einfach, wo wir es können, Bauernhof. Mal hier. Zack. Mühle. Und schade, wir haben keinen Platz. Guck mal hier. Hier haben wir noch Platz für eine Bäckerei. Schlosserei, eine Brauerei, Eisenschmelze, Bäckerei. Zack, Bäckerei. Und was können wir noch machen? Was braucht noch Platz? Fällt jetzt nichts ein. Ach doch, ich weiß, was wir machen könnten. Eine Schweinezucht. Und ich möchte eigentlich noch eine Eselszucht. Eselszucht und natürlich dann noch den Fleischer. So. Hier können wir noch einen Brunnen machen. Dann machen wir mal hier ein Lagerhaus hin. Dass die nicht so weit laufen müssen immer. Weil da kommen auch Träger raus aus den Lagerhäusern. So. Das Katapult auch schon langsam am Werden. Könnten hier wieder angreifen, aber nee. Ich möchte dann, wenn dann lieber ein Gebäude angreifen. Aber nehmen mal. Können wir nehmen einfach das da hier. Aber das war vorher schon unseres. Das gehört jetzt gleich wieder uns. Und er hat es eh nicht angeschlossen. Also wenn, dann ist einer drin. Wenn überhaupt. Jetzt haben wir, zack, zack. Können wir wieder hochgehen. Jetzt komm. Mach ihn kaputt. Jetzt komm, mach ihn kaputt. Und dann nicht so auf die Zeit. Na, danke. So. Einmal hier lang, einmal hier lang. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz für bessere Gebäude. Können wir hier noch einen Bauernhof hinbasteln. Ah, sehr schön. Bis das Katapult fertig ist, habe ich hier schon alles eingenommen. Lul. Das hier können wir auch nicht angreifen. Was sieht es hier unten aus? Ein Soldat, zwei. Zwei, zwei. Ja, dann gehen wir noch mal weiter. Zack. Vorrücken. Was ist hier drin? Oh, General. Ja dann, Herr General, laufen Sie mal los und nehmen uns das Gebäude bitte ein. Es kommt keiner raus, das heißt, es sind keine Menschen mehr da. Oh, oh. Das ist ein Katapult. Ich hoffe mal, es hat keine Steine drin. Jawohl. Jetzt müssen wir gucken. Wenn sich das Katapult dreht, müssen wir das gleich wieder abreißen. Und noch dreht sich es nicht. Tun wir speichern. Lul, was war das jetzt? Hä, welches hat denn jetzt. Wo hat denn jetzt hier Katapult geschossen? Wahrscheinlich hier unten. Oh Mann. Jetzt läuft's aber wieder komisch hier. Warum will denn der unbedingt dieses Gebäude hier haben? Naja, wir haben jetzt hier unser Katapult. Sobald da Steine drin sind. Jetzt ist er ein bisschen zickig geworden, kann das sein? Oder habe ich nur das Gefühl? So, zwei Soldaten, was ist drin? Ein General, alles klar. Zack. Aber wo ist denn dieses Tor eigentlich? Das muss ja irgendwo sein. Wenn ich das nur wüsste, wo dieses Tor ist. Wahrscheinlich gehe ich ganz hinten unten.
Oje, oje. Was, wir werden schon wieder angegriffen? Oh, ist gut jetzt. Ja, das eine Gebäude haben wir verloren. Dafür haben wir das hier eingenommen. So. So. Angriff möglich. Los geht's, weiter geht's. Ein bisschen Gelben jetzt wenigstens mal irgendwie eliminieren. Oh, wie sieht's denn aus mit der Militärmacht? Mal die Statistik angucken. Landesgröße wird immer größer bei mir. Militärmacht geht wieder nach oben. Bei denen geht's leicht nach unten. Gold. Ah, der rote. Das wird immer nur gezählt, wenn man abbaut. So, anbauen. So, zack. Feind dieses Gebäude eingenommen. Zack. 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 So. Kein Angriff möglich. Schade eigentlich. Eisenschmelze nicht besetzt. Soldaten kommen langsam. Aber nur langsam. Da kommt wieder einer. Vielleicht könnten wir dann... Oh, Steine hast du nicht drin. Was sind denn Steine eigentlich? Haben wir keine mehr? Inventur. Da, wir haben doch so viele. Es dauert wahrscheinlich ewig, bis die hier ankommen. Das kann natürlich durchaus sein, dass das ewig dauert, bis sie ankommen. Mal unser Gebäude wieder zurückholen. Das wollen wir schon behalten hier. Na, jetzt fängt er auch an mit der Katapulttaktik. Aber der wird wahrscheinlich... Oh nein! Da ist ein guter drin. Hoffentlich schaffen wir es. Es müsste eigentlich die gleiche Stufe sein. Wenn ich es richtig weiß. Ah, das könnte schon was werden. Jetzt komm, mach ihn kaputt. Also du den Roten. Na komm. Danke. Weil dieses Gebäude eingenommen, passt. Leider verbraucht. Und nein, Eisen. Das ist blöd, wenn Eisenberg weg verbraucht ist. Feindliches Gebäude eingenommen, passt. So, weiter vorrücken. Sobald einer irgendwo angreifen kann, werden wir das auch tun. Zack, zack, weiter geht's. Oh, müssen das Tor da irgendwo mal finden. So, weiter geht's, komm. Wie sieht's hier aus? Nee, auch nicht gut. Nein. So. Weiter geht's. Der baut wieder irgendwelche sinnlosen Gebäude. Warum auch immer. So, Gebäude eingenommen. Sehr schön. Alles, was ihn schwächt, ist gut. Alles, was ihn Militärmacht kostet, ist immer gut. So, und das Gebäude jetzt noch einnehmen. Schafft auf jeden Fall mal diesen General. Hier kommen auch schon wieder die Münzen an. Das ist gut. So. Was hier los? Kann man nicht angreifen? Kann man hier angreifen? Nein. Das Katapult hat zwar Steine drin, aber nichts in Reichweite, was er angreifen könnte. Boah, jetzt müsste doch eigentlich in Reichweite sein. Ich weiß gar nicht. Warum nicht? Gut, gut. Komm, jetzt wieder ein Lager ist fertig. Oh, sehr gut. So, jetzt haben wir hier oben wenigstens irgendwo ein Lager. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wahrscheinlich schon wieder am Arsch der Welt. Nee, es ist sogar hier. Ist gar nicht so weit weg.
Na, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt machen wir hier mal einen Brunnen hin. Jetzt werden wir ein bisschen Wasser kriegen. Und da wird ein Bauernhof gebaut. Dann sollten wir da nichts hinsetzen. Wir könnten aber hier noch eine Brauerei mal machen. Dass wir hier oben auch ein bisschen Ding produzieren. Dann machen wir hier eine Schmiede. Zack. Dann kommt das hoffentlich ein bisschen schneller alles an hier. Haben wir hier noch eine Eisenschmelze. Das muss zwar jetzt ein bisschen weit hochgetragen werden, das Zeug, aber können wir mal gucken, vielleicht ist hier etwas Schönes, was wir noch abbauen können. Oh, wir können weiter. Weiter geht's mit Angriff. Von wo kommt denn der jetzt bitte? Ach, da. Können wir hier auch gleich. Ja, komm. Auf, da ist das Tor. Halleluja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem Weg zum Ziel. Gurgur, was ist los? Wir werden angegriffen. Wo denn jetzt schon wieder? Was machst denn du? Warum greifst du mich an? Warum tust du das? Warum hast du nichts gelernt? So. Es bringt nichts, die Übermacht anzugreifen. Das wäre nur noch das Gebäude. Dann hätten wir das Ding. Können natürlich auch noch weiterspielen. Was ist los? Huh? Bergwerk ist verbraucht. Oh nee. Also man kann die Feinde komplett zerstören, wenn man lustig ist. Muss man aber nicht machen. Vor allem irgendwann mal ist halt wirklich alles verbraucht. Also man kommt auch dann nicht mehr an Nachschub dran. Dann ist das halt auch ein bisschen schwerer. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt müssen hier nur noch dieses eine Ding einnehmen und dann hätten wir das auch geschafft. Das Katapult ist natürlich jetzt auch voll für den Arsch gewesen. Naja. Gut, gut. Wow, Wasser gefunden. Endlich, endlich. So, den haben wir jetzt echt geärgert. Den haben wir richtig geärgert hier. Wenn wir das Gebäude noch einnehmen würden, dann hätte er ein richtiges Problem. Weil dann hat er das Hauptgebäude abgetrennt. Oh, Kohle gefunden. Ja, okay. Okay. Aber nur einfach so. Aus Jux und Tollerei. So. Wo haben wir? Hier haben wir noch zwei Soldaten. Da müssen wir noch hier irgendwo angreifen können, ne? Ja, hier. Perfekt. Kein Angriff möglich. Hier vielleicht einer. Nein, auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Schade eigentlich. Schade, schade. Naja. Dauert halt immer ein bisschen länger. Wir sind ja auch erst seit, wo stehen das an? Ah ja, 3,5 Stunden fast online. Es geht ja noch. Krone gefunden. Yippie! Was hat er gefunden? Wasser. War ja klar. So. Können wir mal hier eine Abkürzung bauen. Dass das Ganze ein bisschen besser geht. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Zack, zack. So. So. Ja, wir bräuchten nur Soldaten. Da kommt einer. Wo geht er rein? Dass wir dann auch gleich weiter angreifen können. Ich dachte schon, er geht da rein. Ah, wo geht er denn hin?
Wo läuft der hin? Aber hier, vielleicht will er da lang. Nee, will er nicht. Ja, will er hier rein? Das ist gut, weil das ist nämlich neben dem Tor. Und, nee, ja. Ja, okay. Auch akzeptiert. Auch akzeptiert. Darf's gleich losgehen. Der hat ja nicht mal mehr einen Weg hier. Das ist halt, die KI ist nicht die schlauste. Manchmal denkt man sich, was machst denn du da eigentlich? Aber das war halt so damals. Was war der Tote? Ups, das war jetzt aber nett, gell? Oder machen wir halt hier mal ein bisschen weiter. Randale. Den da hier. Aber den hier auch noch? Nee. Hier? Oh. Dann ein bisschen hier noch Randalen machen. So, feindliches Gebäude eingenommen. Überraschung. Feindliches Gebäude eingenommen. Was für eine Überraschung. Zack, zack. Gerade noch geschafft, das Katapult. Habt ihr das gesehen? Wow. Das wäre nämlich ein General, der weg gewesen wäre. Der läuft jetzt halt ein bisschen spazieren noch. Aber irgendwann mal findet er auch wieder ein Häuschen, wo er unterkommen kann. So, können wir hier oben wieder? Nein. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Eisenschmelze nicht besetzt, Schmiede nicht besetzt, aber die sind gerade erst fertig geworden. Oder wir haben keinen Hammer. Das kann natürlich auch sein. Inventar, doch Hammer. Und Schmelzzeug haben wir auch. Ja, dann müsste. Ach, da kommt er doch schon. Da ist er. Nee. Da ist er doch nicht. Da ist einer. Da ist auf jeden Fall ein Schmelzer. Und noch einer. Ja, das ist der. Also wenigstens einen haben wir schon mal. Er kriegt schon Kohle. Es wäre schön, wenn da kommt wieder ein Soldat. Wir müssen hier voll weit im Laufen hier. Oh, da kommt der General, der vorher gerettet wurde. Da können wir dann vielleicht gleich mal verwenden. Oh, hier sind ja zwei Soldaten drin. Ja, dann nicht lang schnacken. Angriff. Machen wir das ganze Ding jetzt. Oh, es könnte was werden. Ja, wird auf jeden Fall was, denke ich mal. Das soll sie beobachten übrigens. Ja. Das Einzige, was mich nervt, dass dieser rote Punkt da nicht weggeht. Ah, wir können wenigstens woanders hingehen. Das kann sie ein bisschen beobachten. Was macht denn der? Ja, wieso läufst denn du jetzt wieder weg, du Held? Ja, du sollst. Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Der soll doch das Gebäude einnehmen. Was ist denn das für ein Held? Das war der Held vom Erdbeerfeld, du. Lecco mio, was war das denn? Sollst auch reingehen in das Gebäude? Nicht nur, oh, ist keiner mehr drin, ich kann wieder gehen. Hä? Das hat ihn noch nie. Dass er sich sagt, oh ja, heute nicht. Dann halt nicht. Ist das auf dem Weg? Nee, das ist nicht auf dem Weg. Hier ist der Weg. Zack. Mal schön viel Fahnen verteilen. Wir könnten schon wieder angreifen. Ja, hier sind zwei drin.
sind auch zwei drin. Noch zwei. Ich hätte wisst, was da angreift. Dann wäre das toll. Aber ich weiß es leider nicht. So, feindliches Gebäude eingenommen. Feindliches Gebäude eingenommen. Alle. Auch schon angeschlossen. Na, keine Angriffe möglich. Ist hier oben. Endlich ist einer möglich. Irgendwann werden wir es schon erschaffen. Dieses Gebäude hier. Oh, noch einer. Kommt ruhig, alle. Und noch einer. Ja, jetzt müssten wir es doch schaffen. Jetzt laufen drei Leute hin. Die müssten das doch jetzt endlich schaffen. Da kommt sogar noch einer. Komm, komm, komm. Sogar ein General. Ja, jetzt müssten wir es doch schaffen. So, und zack. Jawohl! Wir haben das Tor erreicht und aktiviert. Wir wissen nicht, wohin der nächste Schritt uns führt, aber wir werden ihn gehen. Jawohl, endlich. Endlich haben wir es geschafft. Tor betreten. Jawohl. Geschafft. Was heißt das? Genug für heute. Genug gestreamt. Ich habe kein Handy-Akku mehr. Ich muss manuell beenden. Also, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.